Herzlich willkommen in die Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind und mit uns über ein Thema sprechen, diskutieren, vielleicht auch streiten werden, was, glaube ich, allgegenwärtig ist. Ich würde gerne mal mit etwas beginnen, was uns in den letzten vielleicht 24 Stunden doch sehr stark beschäftigt hat. Das ist dieses Aufatmen, diese Erleichterung in den Niederlanden, die an uns natürlich nicht spurlos vorbeigeht. Ja, nach Österreich ist es in den Niederlanden auch noch einmal gut gegangen. Es ist gelungen, einen Hetzer, einen Rassisten, einen Spalter von der Macht fernzuhalten und wie es aussieht, mit Hilfe eines Feindbildes namens Erdogan. Ehrlich gesagt, ein solcher Pyrrhus-Sieg beruhigt mich persönlich überhaupt nicht. Die Frage, die beantwortet werden muss, ist, werden wir in Zukunft immer Feindbilder brauchen, um Rassisten, Hetzer und Neonazis von der Macht fernzuhalten? Die heutige Veranstaltung haben wir Angst, Hass, Hetze betitelt, weil wir denken, dass zwischen den drei soziopolitischen Verhaltensweisen ein kausaler Zusammenhang bestehen kann. Wenn wir die aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen richtig sehen, geht es aber um viel mehr als nur Befindlichkeiten. Es geht um Macht, zu regieren und zu bestimmen, in welche Richtung wir als Menschen, als Gesellschaft gehen oder nicht gehen sollen. Wir wollen und müssen über Sorgen und Ängste von Menschen reden, über Menschen in diesem Land und darüber hinaus. Ich meine es über alle Menschen, nicht allein über weiße Menschen. Wenn wir die aktuell geführte öffentliche Debatte betrachten, geht es aber primär um Ängste weißer Deutscher, weißer Europäerinnen und Europäer, über Christinnen und über Christen etc. Deshalb müssen wir auch über Spaltung in der Gesellschaft sprechen. Handelt es sich um Spaltung, die herbeigesehnt wird, oder um einen Zustand, der schon Realität geworden ist? Und wie können wir Angst, Hass, Hetze und Gewalt bekämpfen, um die Spaltung zu vermeiden oder zu überwinden? Wir haben heute drei ausgewiesene Expertinnen und Experten eingeladen, um über diese und andere Fragen, die damit zusammenhängen, zu diskutieren. Das sind Liane Bednarz, Breschkay Ferhat und Daniel Bax. Ich möchte ganz kurz die Referentinnen und Referenten vorstellen. Liane Bednarz ist Juristin und Publizistin. Sie kennen sie sicher aus zahlreichen Veröffentlichungen, die sie für Tagespost, für den Tagesspiegel, für Christ und Welt, aber auch in den Autorenblogs Starke Meinungen und Kata veröffentlicht. 2014 wurde Liane Bednarz mit dem Feuilletonpreis Goldener Maulwurf ausgezeichnet. Sie lebt in München und hat kürzlich das Buch zusammen mit Christoph Gieser veröffentlicht, Gefährliche Bürger, wie die neue Rechte in die gesellschaftliche Mitte vorstößt und was die Gesellschaft dagegen tun kann. Herzlich willkommen, Liane Bednarz. Daniel Bax kennen viele Berlinerinnen und Berliner. Er ist seit 15 Jahren bei der Taz, schreibt sehr viel zu den Themen Migration, Integration und Diskriminierung, Rassismus und Islam. Er hat Publizistik und Islamwissenschaften studiert und er hat kürzlich das Buch Angst ums Abendland, warum wir nicht vor Muslimen, sondern vor dem Islamfeinden fürchten sollten. Herzlich willkommen, Daniel Bax. Und vorstellen möchte ich auch Breschkay Ferhat, die uns durch die Diskussion und Gespräch heute Abend führen wird. Breschkay Ferhat ist Kulturmanagerin und seit vielen Jahren auf dem Themenfeld Integration sowie Demokratie und Toleranzförderung unterwegs. Sie hat die neuen deutschen Organisationen mit aufgebaut und auch die Koordinierungsstelle inne gehabt. Seit Dezember 2016 ist sie stellvertretende Bundesgeschäftsführerin im Bundesverband Netzwerk von Migrantenorganisationen mit Sitz in Berlin. Und herzlich willkommen, Breschkay.
Ja, last but not least, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind und mit uns die Themen, die durch Impulsvorträge, durch Kommentare zuerst mal eingeführt werden, diskutieren werden. Und als erstes möchte ich Daniel Bax nach vorne bitten, um seine Hauptthesen seines Buches vorzustellen. Ja, vielen Dank und auch einen schönen Abend von mir. Ich freue mich, hier zu sein. Und als Passholländer oder Deutschholländer oder wie auch immer, freue ich mich natürlich auch sehr über das Ergebnis von gestern. Einerseits, dass Geert Wilders relativ schwach abgeschnitten hat. Andererseits muss man sagen, dass der Wahlsieger, die VVD von Mark Rutte, das ist die ehemalige Partei von Geert Wilders und teilweise mitverantwortlich dafür, dass die Niederlande heute eins der schärfsten Ausländergesetze haben, ist diese Partei. Die ehemalige Partei von Ayaan Hirsi Ali und Geert Wilders und Rita Verdonk, der ehemaligen Integrationsministerin, die auch Eiserne Rita genannt worden ist. Also das ist auch eine rechte Partei, nur halt nicht so schlimm wie die von Geert Wilders. Und das ist, glaube ich, recht symptomatisch für die Situation in Europa im Moment gerade, dass man sich schon freut über das kleinere Übel. Rechtspopulismus ist das Thema und ich habe ein paar Punkte, Stichpunkte, Thesen vorbereitet. Ich werde nicht aus meinem Buch lesen, sondern zusammenfassen ein paar Thesen aus meinem Buch. Die erste ist, Populisten sind populär. Das Wort Populismus und populär ist ja verwandt. Populisten sind populär, weil ihre Positionen populär sind und bestimmte Haltungen, die sie vertreten, weit über ihr Milieu hinaus verbreitet sind und Anklang finden. Sie sind keine Anomalie, sondern die Spitze eines Eisbergs, würde ich eher sagen. Natürlich werden sie eher wahrgenommen als eine Antithese zum bestehenden System und so stellen sie sich selbst auch dar teilweise. Aber der Politologe Chas Mudde, auch ein Holländer, spricht eher von pathologischer Normalität, die Rechtspopulisten darstellen würden. Sie sind ja nicht per se antidemokratisch, sondern sie verkörpern eher ein illiberales Demokratieverständnis. Setzen zum Beispiel auf Volksabstimmungen, Referenden. Das ist ein sehr beliebtes Mittel, auf das Rechtspopulisten setzen, um ihre Position durchzubringen, die eben durchaus über ihre Milieus hinaus eben Anklang finden. Und das Thema Islam ist ein Thema, was bei allen Rechtspopulisten in Europa und darüber hinaus sehr populär ist, weil das Unbehagen am Islam in Europa und darüber hinaus weit verbreitet ist. In Deutschland zum Beispiel hat der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung 2015 erfragt, da haben 57% der Deutschen gesagt, sie empfinden den Islam als Bedrohung. Und besonders da ist dieses Bedrohungsgefühl ausgeprägt, wo kaum Muslime leben. Also in Sachsen eigentlich 4 von 5 haben fast gesagt, dass sie den Islam als Bedrohung empfinden. In Nordrhein-Westfalen waren es in Anführungszeichen nur 46%. Und in der Mitte-Studie der Uni Leipzig 2014 haben mehr als ein Drittel sich dafür ausgesprochen, die weitere Einwanderung von Muslimen zu untersagen. Auch hier im Osten ein bisschen mehr als im Westen. Und 2014 in einer anderen Studie des Berliner Instituts für Migrationsforschung haben 46% dafür sich ausgesprochen, den Bau von Moscheen einzuschränken. 49% waren gegen Lehrerinnen mit Kopftuch und 60% gegen Beschneidungen. Das zeigt, dass viele Forderungen, die die AfD erhebt, mehrheitsfähig sind oder tendenziell mehrheitsfähig sind. Zumindest muss man fast schon sagen, also dass die AfD in Deutschland bei 15-20% entlang dümpelt und die AfD hat ja ein scharfes Programm, antimuslimisches Programm, ist eher Versagen, muss man fast schon sagen. Die könnten viel erfolgreicher sein, wenn sie besser aufgestellt wären. Und in anderen Ländern, in Österreich oder in Frankreich, sind Rechtspopulisten viel erfolgreicher. Uns ist ja gerade noch ein FPÖ-Präsident erspart geblieben in Österreich. Da sieht man, zu welchen Potenzialen Rechtspopulisten fähig sind. In der Schweiz ist die Schweizer Volkspartei die stärkste Partei von allen und in Osteuropa regieren rechtspopulistische Parteien, die auch mit dem Feindbild Islam durchaus Punkte machen können. Interessant ist aber, dass antimuslimische Einstellungen aus diesen besagten Umfragen eben nicht nur im rechten und konservativen Milieus verbreitet sind, sondern auch darüber hinaus. Islamfeindlichkeit ist keine Frage von rechts oder links
Und es ist auch keine Frage von Bildungsstand oder Abstiegsängsten. Das hat auch zum Beispiel die Heidmeier-Studie ergeben. Und wenn man prominente Islamkritiker, in Anführungszeichen würde ich sie nennen, wie Ali Schwarzer nennt oder Sozialdemokraten wie Heinz Buschkowski oder Thilo Sarrazin, sieht man, dass es eben nicht ein Alleinstellungsmerkmal von Konservativen ist, dass sie vor dem Islam oder vor Muslimen Angst haben. Und das hat man auch in der sogenannten Flüchtlingsdebatte 2015 gemerkt, dass das Unbehagen an der Flüchtlingspolitik, an der Politik von Angela Merkel ja auch weit über die Kreise von AfD hinausging oder CSU, sondern auch angesehene Intellektuelle wie Heinrich August Winkler, Rüdiger Safranski, Monika Maron, Jörg Barbarowski, das sind ja keine Randfiguren in der öffentlichen Debatte, sehr scharf oder sehr kritisch waren gegenüber dieser Politik, vor einer unkontrollierten Masseneinwanderung gewarnt haben und da auch sehr stark kulturalistische Argumente ins Feld geführt haben. Und wie gesagt, also es ist ja sehr populär geworden, nach der Trump-Wahl ökonomische Gründe anzuführen dafür, warum Rechtspopulisten gewählt werden. Aber ich würde sagen, ein Alexander Gauland oder ein Thilo Sarrazin haben sicher keine ökonomische Verlustängste. Denen geht es gut. Die Ängste, die sie haben, sind anderer Natur. Die sind nicht abgehängt. Ali Schwarzer, Björn Höcke sind auch nicht abgehängt. Zumindest nicht ökonomisch, sondern sie fühlen sich von was anderem bedroht, von einer Veränderung, die ihnen nicht gefällt, von einer gesellschaftlichen Entwicklung, der sie misstrauen, die ihnen unheimlich ist. Und dafür ist der Islam ein Symbol geworden, ein Symbol für eine Veränderung, die einem nicht gefällt. Dritter Punkt, natürlich gibt es reale Probleme. Also ein realer Kern ist Terrorismus, Fundamentalismus. Es gibt Integrationsprobleme. Es gibt Probleme bei der Integration, wenn man sie so nennen will, von Migranten, mangelnder Bildungsaufstieg, mangelnder Bildungserfolg. Es gibt Wertekonflikte. Das ist alles, gehört zu einer multiethnischen, vielfältigen Gesellschaft dazu. Das, was Rechtspopulisten machen, ist, dass sie das aufbauschen zu apokalyptischen Szenarien von Kulturkämpfen, wo es nur Gut und Böse gibt und mit dramatischen Schlagworten wie eben Masseneinwanderung, Völkerwanderung, Invasion, Überfremdung, Umvolkung, Islamisierung. Das sind Schlagworte, die Angst machen, die eine dramatische Bedrohung zeichnen. Das zeigt sich auch in Sprachbildern, wenn Einwanderung mit Naturkatastrophen verglichen wird oder mit militärischer Niederlage, also Tsunami, Dammbruch, Kapitulation. Und so Worte wie Toleranz und Ausgleich werden zu Schimpfwörtern degradiert. Aus Diplomatie und Ausgleich wird Appeasement und Unterwerfung. Alles wird in dieses Kulturkampfschema gepresst, ob Jugendkriminalität, Schulversagen, Banlieue-Krawalle, das sind eigentlich keine kulturellen Konflikte, das sind soziale Konflikte, aber sie werden in ein kulturelles Raster gepresst. Und das liegt daran, dass Rechtspopulisten überwiegend, in ihrer überwiegenden Mehrheit, für sich in Anspruch nehmen, eine Gemeinschaft zu verteidigen, eine Kultur zu verteidigen. Das ist nicht mehr zwangsläufig eine Volksgemeinschaft im völkischen Sinne, sondern eher eine Kulturgemeinschaft, die sie zu verteidigen behaupten. Das baut so ein bisschen auf diesen also Kultur, so sehr schematischen Kulturvorstellungen, wie sie Samuel Huntington populär gemacht hat, von einem Kampf der Kulturen, der davon ausgeht, dass es klar abgeschlossene Kulturräume gibt, die sich irgendwie gegenüberstehen, aneinander reiben. Und der war ja einer der Ersten, der gesagt hat, der Islam ist ein Problem und ein globales Problem. Und das wurde dann ja auch auf viele Integrationsdebatten übertragen, dass eben alles in dieses Kampf der Kulturen-Schema gepresst worden ist. Ein anderes Buch, was er geschrieben hat später, war Who We Are. Da hat er die Einwanderung von Latinos in den USA als ein großes Problem, als eine große Herausforderung für die angelsächsische Tradition des Landes ausgemacht. Und so sind Rechtspopulisten überhaupt mit der gesellschaftlichen Entwicklung sehr unzufrieden. Gleichberechtigung der Geschlechter, Akzeptanz von Homosexualität, politisch korrekte Sprache, Migration und gesellschaftliche Vielfalt, das alles sind Themen, die sie beackern. Aber ich würde sagen, das Feindbild Islam hat schon eine herausragende Stellung, was sich auch bei selbst bei Trump gezeigt hat oder bei Viktor Orban. Das sind Themen, die gerade da aufgegriffen werden, wo besonders wenig Muslime leben. Und da werden dann Klischeebilder aufgerufen, Islam mit Gewalt gleichgesetzt, mit Terrorismus, mit Homophobie, mit Antisemitismus. Das zieht eben
bei breiten Schichten der Bevölkerung. Ein vierter Punkt ist die Rolle der Medien. Die Rechtspopulisten haben ja diese ganzen Klischees nicht erfunden, sondern sie mussten sie nur aufgreifen. Sie mussten nur Diskurse aufgreifen, die schon vorher da waren, die auch in den Medien schon debattiert worden sind. Diese ganze Integrationsdebatte unter dem, in dem Schema Kampf der Kulturen wurde medial schon jahrelang geführt, bevor die AfD überhaupt nur als Idee am Horizont auftauchte. Durch Skandalisierung, durch Agenda-Setting haben die Medien dazu beigetragen, den Rechtspopulisten den Weg zu bereiten, würde ich sagen. Schlagworte wie Multikulti ist gescheitert oder die Rede von Parallelgesellschaften haben dazu beigetragen, bestimmte Ängste zu schüren. Und eigentlich kein Argument, was aus der AfD bis jetzt gekommen ist, gegen die multikulturelle Gesellschaft haben sie selbst erfunden, ist originell, sondern das sind alles Argumente, die in etablierten Medien vorher schon reflektiert worden sind und die auch in einer sehr aktiven Teilöffentlichkeit, der Teilöffentlichkeit des Internets, in Blogs wie der Achse des Guten, bei PI News oder jetzt neuerdings auch Tichys Einblick diskutiert werden. Also diese ganzen Schlagworte, die haben dann Resonanzraum, aber auch eine Teilöffentlichkeit der Medien hat sich auf diesen politischen Spektrum konzentriert, Magazine wie Cicero oder Focus bedienen genau diese Sehnsucht danach nach einfachen Antworten. Und es gibt eine Schnittmenge zwischen Journalismus und Rechtspopulismus. Wenn man sich es genau anschaut, ist die AfD nicht nur besonders medienaffin und geschickt darin, mit den Medien zu spielen, indem sie immer wieder durch Provokation Themen setzt, sondern es gibt, glaube ich, auch keine andere Partei in Deutschland, in der so viele Journalisten in Führungspositionen vertreten sind. Also ich denke nur an Alexander Gauland, der ja auch mal ein Journalist war und jahrelang Herausgeber einer Zeitung in Brandenburg. Das ist nicht der einzige. Es gibt noch andere Journalisten, die auch die Fronten gewechselt haben und jetzt für die AfD arbeiten als Berater von Frauke Petry und so. Und es gibt eine Nachfrage nach diesen Angstszenarien, die nicht nur im Internet angeklickt werden, sondern die eben auch in den Bestsellerlisten sich finden. Also bestimmte Bücher, ich muss nur an Thilo Sarrazin erinnern, wie gesagt, das war ja ein Bestseller beispielloser Art, aber es gibt ja viele Bücher, die so Angstszenarien zeichnen, die sich in den Bestsellerlisten finden, die dann so Titel tragen wie Deutschland im Blaulicht, Deutschland in Gefahr von Rainer Wendt, dem Polizeigewerkschafter, oder Deutschland ist bedroht von der Journalistin Düsen Tekkal. Es gibt anscheinend eine Nachfrage danach, dass Leute sich ihre Vorurteile bestätigen lassen wollen und darauf auf Bücher zurückgreifen, die von einer nicht enden wollenden Flut von Islamexperten und sogenannten Islamkritikern geschrieben werden. Und ich würde sagen, das ist der Boden, auf dem Pegida gewachsen ist. Also Pegida ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist das Resultat einer über 10-jährigen medialen Bearbeitung dieses Themas. Und wenn man gerade in Dresden vielleicht weit entfernt ist von jedem, von jeder Realität, jeder multiethnischen und keinen Kontakt zu Muslimen hat, da fallen solche Bilder auf besonders fruchtbaren Boden. Heidmeier hat in seiner Studie festgestellt, dass die Haltung zu Muslimen insgesamt vor allem davon abhängt, vom Alter und von Kontakt, persönlichen Kontakt mit Muslimen. Und das zeigt sich eben, dass rechtspopulistische Parteien mit ihrer Angstmacher gerade da erfolgreich sind, wo kaum Muslime leben. Also Pegida in Dresden ist ja oft festgestellt worden, merkwürdig, da lebt ja kaum ein Muslim. Wieso gehen die gegen die Islamisierung auf die Straße? Aber das ist symptomatisch. In Polen ist Islam ein großes Angstthema. In Osteuropa war die Islamisierung ein großes Angstthema vor 2 Jahren, als die Flüchtlinge kamen. Da hat man ja mit dem Argument, man möchte keine muslimischen Flüchtlinge aufnehmen, aber man weiß ja nicht, was dann passiert, sehr stark auch die Debatte in ganz Europa geprägt. Und das kam ja dann zu dem Schluss, dass man, also wenn überhaupt Flüchtlinge, dann höchstens christliche Flüchtlinge aufnehmen wollte. Das war so die Haltung der Visegrad-Staaten. Und das kann man an vielen anderen Beispielen durchdeklinieren. Also natürlich ist der Erfolg von Trump vor allem in den ländlichen Regionen begründet, also da, wo kaum Muslime leben, aber eben da auch Islamfeindlichkeit eine Rolle spielt. Und das geht dann hin zu Verschwörungstheorien. Man darf nicht vergessen, ein Argument mit dem, oder das Thema, mit dem Trump überhaupt in den US-Wahlkampf Eingang fand zuerst, das war ja die Behauptung oder die Unterstellung, Barack Obama wäre ein heimlicher Muslim, der in Kenia geboren ist und deswegen seine Geburtsurkunde nicht vorlegen würde, weil er das verheimlichen wolle. Mit dieser ziemlich kruden Verschwörungstheorie ist Donald Trump überhaupt erst auf die politische Bühne gekommen und
Die Islamfeindlichkeit gehört zu einem der zentralen Punkte in seiner Agenda, und der Muslim Ban, den er ausgesprochen hat gegen Einwanderer aus verschiedenen Staaten, ist genau auch ein Resultat dieser Paranoia, die er mit jemandem wie Viktor Orban teilt, der ja sagt, also muslimische Flüchtlinge kommen ja nicht ins Land, die übernehmen sonst über kurz oder lang den Laden und sind eine Gefahr für die nationale Einheit. Und mit diesem Argument hat er ja sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen. These 6 wäre, dass es aber nicht der Islam ist, wie Rechtspopulisten behaupten, sondern der Rechtspopulismus selbst, der die Werte von liberalem Rechtsstaat und Demokratie bedroht und letztendlich auch das bedroht, was man vielleicht als europäische Kultur des Abendlands beschreiben könnte. Also die Politik, die Rechtspopulisten verfolgen, wenn sie an der Macht sind oder wenn sie politische Entscheidungen prägen, wie das Minarettbauverbot in der Schweiz, sind ein Bruch mit europäischen Traditionen, mit der Religionsfreiheit, die ja ein Erbe der Aufklärung ist. Moscheebauverbote vertragen sich auch schlecht damit. Und wenn in Osteuropa gesagt wird, man will nur christliche Flüchtlinge aufnehmen, auch das ist ein Bruch mit humanistischen Traditionen, die eben vor denen eigentlich jeder Mensch gleich sein sollte. Und wir sehen ja auch überall, wo Populisten regieren, egal in welchem Land, dass dann die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz, überhaupt der demokratische Rechtsstaat mit seinem System von Checks and Balances in Gefahr gerät. Also daran sieht man, dass die Rede von der Verteidigung eigentlich im Grunde genommen ein Angriff auf die Fundamente des liberalen Rechtsstaats sind. Und auch die Rede vom christlichen Abendland, dahinter verbirgt sich oft ein sehr unchristliches Weltbild, in dem Worte wie Barmherzigkeit oder Nächstenliebe nicht vorkommen. Auf der einen Seite haben viele Evangelikale in den USA zum Beispiel Trump gewählt, und in Osteuropa stehen auch Teile der Kirche hinter ihren jeweiligen Regierungen. Über die orthodoxen Kirchen muss ich gar nicht reden an der Stelle. Und viele Rechtskatholiken auch in Westeuropa stellen sich gegen den Papst, dem sie Appeasement gegenüber dem Islam vorwerfen. Aber gleichzeitig, das zeigt eben, dass es ein gespaltenes Verhältnis gibt. Die AfD hat auch ein gespaltenes Verhältnis zu den Kirchen in Deutschland. Das zeigt, dass es einen innerchristlichen Kampf auch gibt um die Deutungshoheit. Was heißt eigentlich christliches Abendland? Was heißt Christentum? Da werden auf der einen Seite bestimmte Werte ins Feld geführt. Auf der anderen Seite werden historische Mythen aktiviert. Das ist Punkt 7. Da wird dann die Schlacht von Wien gegen die Türken angeführt oder die Schlacht von Poitiers von Karl Martell oder die Schlacht von Lepanto in Italien gegen das Osmanische Reich. Und das dockt an Bilder an, also die tief im kollektiven Gedächtnis verwurzelt sind. Die Angst vor Arabern und Türken und Muslimen sitzt tief im kollektiven Gedächtnis. Und bestimmte Bilder lassen sich reaktivieren, auch wenn sie mit den realen historischen Zusammenhängen nicht unbedingt zu tun haben. Also die Schlacht von Wien ist nicht das, was dargestellt wird heutzutage im Rückblick. Das war niemals ein Konflikt zwischen Abendland und Morgenland, sondern das war ein Konflikt zwischen zwei Imperien, wo die Fronten nicht so einfach eindeutig verlaufen sind. Es gab kein einiges Europa gegen ein islamisches Großreich, sondern das war tatsächlich viel komplizierter. Während der 30-jährige Krieg war ein Religionskrieg viel mehr in dieser Hinsicht, wo eben Europa in Schutt und Asche gelegt worden ist durch widerstreitende Konfessionen. Aber dieses Bild von einem bedrohten Abendland lässt sich eben wieder aufrufen, und so wie das Bild von Kreuzzüglern und Kolonisatoren auf der anderen Seite, und dahinter steht dann so ein ziemlich entleerter Begriff von Abendland. Also wenn man sich vorstellt, dass Pegida ja auch das Wort Abendland im Namen trägt, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, dann ist das sehr erstaunlich, weil Abendland eigentlich ein christlich konnotierter Begriff ist, aber in Sachsen sind die meisten Menschen nicht in irgendeiner Kirche, sondern es ist einer der konfessionslosesten Gegenden der Welt, also eine der areligiösesten Gegenden der Welt, aber trotzdem gibt es anscheinend eine Vorstellung von Europa oder Abendland, die diese Menschen zu verteidigen glauben. Was immer das ist, es ist nicht sehr religiös konnotiert, also es ist ein religiöser Begriff, aber zu sagen, der Inhalt ist wahrscheinlich nicht sehr religiös konnotiert. Was man an Pegida auch sieht, das ist Punkt 8, ist, dass Rechtsextremismus und Gewalt im Windschatten dieser Bewegung sehr gut gedeihen. Das sieht man an der wachsenden Zahl von Übergriffen auf Flüchtlingsheime, auf Moscheen, auf Frauen mit Kopftüchern. Und auch in den USA nach dem Trump-Sieg hat man ja einen deutlichen Anstieg von rechtsextremer Gewalt bemerkt.
Anschlag auf eine Moschee in Quebec zum Beispiel durch einen Trump-Fan. Das Problem dabei sind nicht nur die Rechtspopulisten, die das möglich machen, dass sich im Windschatten von ihnen Extremisten und Gewalttäter sehr wohlfühlen, sondern das Problem ist auch die Gleichgültigkeit der Mitte, die fehlende Abgrenzung und die Anfälligkeit der Mitte für bestimmte Positionen. Und auch das sieht man auch daran, wie sich bestimmte Politiker verhalten haben von konservativen, etablierten Parteien. In Frankreich hat Nicolas Sarkozy versucht, im letzten Wahlkampf den Front National zu überholen. Und auch die CSU hat zuletzt versucht, in der Flüchtlingsfrage die AfD rechts zu überholen. Das heißt, es gibt also einen Wettbewerb darum, wer die schrillsten Töne anschlägt. Und tatsächlich haben die Rechtspopulisten es geschafft, auch in ganz Europa die Politik zu prägen, nicht nur in der Flüchtlingsfrage, dass es keine Einigung gibt und keine gemeinsame Haltung, die über das Mauern bauen und sich abschotten hinausgeht, sondern auch in der Integrations- und Ausländerpolitik, also Einwanderungsbeschränkungen, Familiennachzug, Staatsbürgerschaft, Grenzpolitik, überall da geben die Rechten den Ton an. Und wie gesagt, in Holland, auch wenn Geert Wilders da die Wahl nicht sehr erfolgreich bestritten hat, Holland hat eins der strengsten Ausländergesetze der Welt, Europas zumindest. Und ja, Punkt 9, die anderen sind erst spät aufgewacht, das haben wir nach dem Brexit gesehen, nach Trump auch. Das Erschrecken über diesen Aufschwung der Rechten kommt relativ spät. Wir reden auch erst über verrohte Sprache und Hetze im Netz, seit auch Journalisten und Politiker davon betroffen sind. Also erst als Pegida Galgen für Merkel und Gabriel spazieren getragen hat und der Lügenpresse auch Gewalt angedroht hat, erst da ging eigentlich ein wirklicher Aufschrei auch durch die Politik, dass die Abwertung von anderen Gruppen wie Muslimen zum Beispiel schon viel früher stattgefunden hat. Schon nach der Sarrazin-Debatte konnten muslimische Verbände und auch Migrantenverbände ein Lied davon singen, wie sich das ausgewirkt hat auf sie, dass sie einfach verstärkt Hasspost bekommen haben. Da fing das ja schon an mit den Übergriffen. Das ist einer breiten Öffentlichkeit lange vorbeigegangen. Insofern ist es gut, dass dieses Aufwachen jetzt stattgefunden hat und dass die Augen geöffnet hat für das, was da droht. Mein Ausblick, das Ganze kann einen positiven Effekt haben. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass mehr Leute auch in Deutschland gegen Pegida auf die Straße gegangen sind, als für Pegida auf die Straße gegangen sind. Und dass sich mehr als 500.000 Menschen als Flüchtlingshelfer engagiert haben. Also dass die Zivilgesellschaft durchaus viel stärker und wehrhafter ist, als das vielleicht oft den Eindruck hat, weil die Medien sich gerne darauf stürzen oder konzentrieren auf die Gruppen, die problematisch sind, in diesem Fall Pegida. Aber das ist zumindest ein Zeichen der Hoffnung, auf den man aufbauen kann. Und es gibt ja auch Politiker, die versuchen, diese Stimmung auch zu verkörpern oder aufzugreifen. Zum Beispiel jetzt in Frankreich Emmanuel Macron oder in Kanada Justin Trudeau oder in Holland der Grün-Linkspolitiker Jesse Klaver, dessen Partei ihr Ergebnis vervierfacht hat jetzt vorgestern. Die Grünen in Holland waren noch nie so stark, mit einem Politiker, der die Devise ausgegeben hat, wir werden uns nicht spalten lassen, der sich so als Anti-Wilders verkauft hat oder inszeniert hat und der ganz klar zu bestimmten Prinzipien und Werten sich bekannt hat, der gesagt hat, für Flüchtlinge, für Europa, gegen diese Spaltung in sie und wir. Und damit hat er Erfolg gehabt. Und ich denke, das ist ein Ausblick, auf den man setzen kann. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Wunderbar, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Lieber Daniel, vielen Dank für das spannende Referat. Ich glaube, das hat Ihnen einen ganz guten Überblick darüber gegeben, wie Rechtspopulismus sich manifestiert, wie verbreitet er ist und was eben die typischen Themen sind. Ich will das ganz kurz kommentieren und dabei so ein bisschen auf die Strategien dahinter eingehen, warum das so verfängt, weil wenn man verstanden hat, warum das so verfängt, dann weiß man auch, was man ganz konkret, und darum geht es ja heute Abend, dagegen tun kann. Du hast völlig zu Recht den Populismus angesprochen.
Das sind natürlich die markigen, die kernigen Sprüche, die die AfD-Vertreter nun fast täglich heraushauen. Aber es ist noch ein Tick mehr als nur das. Und das möchte ich besonders betonen, weil dort draußen liegt der Essay von Jan-Werner Müller, ein deutscher Politologe, der in Stanford lehrt und den ich übrigens bei der Böll-Stiftung vor ein paar Wochen persönlich auch getroffen habe. Und er schreibt, Populismus ist eben dieses Markige, aber es kommt immer noch was Zweites hinzu, und zwar ganz besonders beim Rechtspopulismus, nämlich ein moralischer Alleinvertretungsanspruch. Das hast du auch angesprochen, dieses Wir sind das Volk, und zwar im Sinne nur wir sind das Volk. Und es geht einher zwingend sozusagen mit einem antipluralistischen Element. Denn dadurch, dass man vorgibt, den einzig wahren Volkswillen zu verkörpern, bedeutet das natürlich, dass alle anderen politischen Konkurrenten das nicht tun. Und dementsprechend werden diese konsequent verächtlich gemacht als Altparteien. Inzwischen hat die AfD sich sprachlich gesteigert. Sie redet von Kartellparteien, von Konsensparteien, und Höcke redet von inhaltlich entarteten Altparteien. Damit müssen Sie wissen, wenn Sie mit Rechtspopulisten diskutieren, die glauben wirklich, dass sie die politische Wahrheit innehaben und haben ein fundamentales Problem mit dem, was wir als repräsentative Demokratie kennen, dass es verschiedene Strömungen gibt, die in unterschiedlichen Parteien vertreten werden. Das wird verachtet. Das macht es sehr schwierig, mit diesen Leuten zu diskutieren. Das muss man wissen. Dann noch zur Islamkritik. Auch das ist sehr interessant, denn in der Tat sieht man in diesem Punkt Islamkritik das auch von dir angesprochene antiliberale Element. Die gleichen Leute, die immer für Meinungsfreiheit eintreten, und das ist ja so ein Schlachtruf von auch Sarrazin, aber eben auch von AfD-Mitgliedern, haben nicht das geringste Problem, die Dinge zu verurteilen, die ihnen nicht gefallen. Melanie Ammann nennt das in ihrem neuen Buch über die AfD ein Vulgärliberalismus, dass man sozusagen für sich in Anspruch nimmt, alles, was mir nicht passt, das soll dann auch weg. Man fragt sich immer, wie geht das eigentlich, dass zum Beispiel gefordert wird, dass Minarette verboten werden oder wie Nikolaus Fest, Ex-Vizechef der Bild am Sonntag, nun auch bei der AfD, der geht sogar so weit und sagt, der Islam solle sich in der deutschen Öffentlichkeit gar nicht zeigen. Wie passt das mit Artikel 4 Grundgesetz zusammen? Eigentlich gar nicht, Religionsfreiheit, aber auch da, der Trick ist, man biegt sich das sprachlich zurecht. Wie? Indem man behauptet, der Islam sei gar keine Religion, sondern eine Ideologie. Fest redet von einer Ideologie, Beatrix von Storch sagt, er sei eher Ideologie, und dann sind sie raus aus dem Anwendungsbereich der Religionsfreiheit. So funktionieren tatsächlich diese Strategien. Beim christlichen Abendland auch ganz ähnlich. Das sage ich als jemand, der selbst sehr fromm ist. Ich verstehe nicht, wie man das Christentum so instrumentalisieren kann. Rechtskatholiken und Rechtsevangelikale machen das aber trotzdem und interpretieren im Grunde so ein bisschen das Christentum als Bollwerk primär gegen den Islam und picken sich gezielt Bibelstellen heraus, die das eigene Weltbild, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt, widerspiegelt. Obwohl die ganze Bibel durchzogen ist von dem Aufruf, Fremden zu lieben und ihnen zu helfen, wird dann ganz gerne eine Stelle stattdessen aus dem Galaterbrief herangezogen, wo steht, sinngemäß, kümmere dich zuerst um deinen Bruder. Oder noch perfider, es wird gesagt, Nächstenliebe. Das da sind keine Nächsten, die hier kommen, das sind Fremde. Auch das ein typischer Trick. Insgesamt kann man sagen, ist so die große rechtspopulistische Erzählung, die wir im Moment erleben, dass sie die, auch das ist wichtig im Diskurs zu wissen, so habe ich zum Beispiel zu diesem Thema gefunden, weil mir das auffiel, sie behaften die Institutionen unserer liberalen Demokratie mit Diktaturbegriffen. Sie tun so, als würden wir in einer Quasi-Diktatur leben. Der Bundestag ist die Volkskammer, die Parteien dort sind die Einheitspartei, Anspielung an die SED-Einheitspartei, oder sie werden als Blockparteien bezeichnet. Die EU ist die EU der SSR. Mittlerweile ist NS-Sprech hinzugekommen. Heiko Maas, eines der allergrößten Feindbilder der Szene, ist der Reichspropagandaminister. Auch das muss man wissen, und gleichzeitig gibt man sich selbst aber sehr harmlos. Man ist heimatliebend, man will die Identität stärken.
Und die ganz große Erzählung ist, da oben sitzt die Kanzlerdiktatorin, das ist ein Begriff, den benutzen Gauland und Höcke, die im Verbund mit Volksverrätern und anderen willigen Vasallen in der Lückenpresse oder der Lügenpresse das Volk mit Fremden flutet, dadurch den Volkstod herbeiführt, kein Witz, das ist wirklich so argumentiert, und dagegen den sogenannten großen Austausch, und dagegen muss man Widerstand leisten. Ich erlebe das immer wieder in Diskussionen, dass AfD-Vertreter, neulich waren beim Vortrag von mir, waren Vertreter der identitären Bewegung da, dann einfach behaupten, es gibt den großen Austausch. So, auch das ein typischer Trick von Rechtspopulisten, die sagen dann, ja, entkräften Sie das doch. Und wenn das so weitergeht mit den vielen Ausländern und der Überfremdung ist, dann gehen wir dem Volkstod entgegen. Sie müssen gar nichts entkräften, die müssen das belegen. Und das können sie meistens oder das können sie nicht, weil keine einzige Statistik das hergibt. Auch das, nicht darauf reinfallen, wenn irgendwas behauptet wird oder wie Trump dann sagt, ja, Obama hat mein Telefon abgehört, dann soll er das beweisen. Obama muss nicht beweisen, dass er das nicht getan hat. Auch das ein Trick, der immer wieder auffällt. In ganz generell, in Diskussionen mit Ihnen, was macht man? Macht man überhaupt was und wie? Also Regel Nummer 1, ruhig bleiben. Sich nicht provozieren lassen. Und immer mehr, ich höre das auch häufig auch durchaus im linksliberalen Milieu, dass Menschen sehen, dass sich in ihrer Familie oder auch in ihrem Freundeskreis Menschen dieses Gedankengut entwickeln. Versuchen Sie, auch wenn Ihnen noch so der Hut hochgeht bei dem Thema, was man verstehen kann, aber bitte ruhig bleiben, nicht selbstbeleidigend wirken. Also ich halte überhaupt nichts davon, dass man AfD- oder Pegida-Anhänger als Pack beschimpft. Sie erreichen damit auch nichts. Dann gehen die Schotten eigentlich noch mehr runter. Und ansonsten sollte man sich sehr gut auskennen mit den Inhalten, damit man widersprechen kann. Beispielsweise, wenn behauptet wird, es gibt so viel Ausländerkriminalität, kennen Sie die Statistiken? Welche Delikte betrifft das? Vielfach, es ist nämlich total aufgebauscht oder auch gar nichts dran. Oder es gibt gewisse Effekte, die man auch wissen muss, dass zum Beispiel eben gerade was Wohnungseinbrüche angeht, das sind eben, teilweise sind das Clans, die quer durch Europa reisen und einbrechen, aber das sind mitnichten Migranten, die hier in Deutschland wohnen. Auch so kann man Statistiken leicht aufbauschen. Dann, was auch immer passiert, Whataboutism. Das sehen Sie ganz besonders bei Frauke Petri in Talkshows. Und generell auch bei anderen AfD-Vertretern, wenn das Gerede oder wenn gefragt wird, rechte Gewalt, was sagen Sie zu den Flüchtlingen, Anschlägen auf Flüchtlingsheime, dann wird gerne das Thema gewechselt und dann kommt immer wieder die Antifa. Ja, aber die Antifa und die haben mein Auto abgebrannt. Schlimm, absolut zu verurteilen, aber dann muss man sagen, können wir drüber sprechen? Klar, aber nicht jetzt. Wir reden jetzt über Ihre Haltung zu diesem Problem. Steuern Sie da als Partei gegen? Was machen Sie? Nicht aus dem Konzept bringen lassen. Es gibt ein wunderbares Interview eines Journalisten der Deutschen Welle, Tim Sebastian, mit Frauke Petri 20 Minuten lang. Und er hat sie immer wieder festgenagelt. Er hat dann gesagt, sie sei nicht xenophob, aber sie assoziieren sich doch mit der Pegida-Bewegung. Nein, nein. Und dann hat er gesagt, ja, aber Herr Pretzell hat doch gesagt, wir als AfD müssen auch Pegida-Partei sein. Sprich, man muss auch, und das ist in Talkshows oft zu wenig der Fall, wie ich finde, man muss wissen, was AfD-Vertreter wann und wo gesagt haben, damit man sie festnageln kann. Ich habe gestern in meiner Tagesspiegel-Causa-Kolumne, ich habe mir mal die Mühe gemacht und herausgesucht, was eigentlich Frauke Petri so alles zu diesem Thema, dass Deutschland soll sich nicht so schämen und all was in diese Richtung auch der Erinnerungskultur geht. Und da stößt man auf ganz Verblüffendes. Und damit sollte man dann eben auch Leute, die sagen, Höcke ist ja nur ein Einzelfall, auch da AfD-Anhänger mit konfrontieren und sagen, Frauke Petri geht zwar nicht so weit wie Höcke, sie fordert keine Wende um 180 Grad. Sie hat aber 4 Tage nach dieser Dresdner Rede von Björn Höcke, nämlich am 21. Januar beim Kongress der europäischen Rechtspopulisten in Koblenz, sich echauffiert über angeblich politisch korrekte Vorgaben, eine lange Liste aufgezählt und allen Ernstes dort sagte dann so, du sollst deinen Müll trennen, du sollst eine Riester-Rente abschließen und du sollst dich in Abständen regelmäßig für die Untaten deiner Vorfahren schämen. 4 Tage nach der Rede von Björn Höcke.
Also auch das ist etwas, womit man konfrontieren kann. Der Wiener Falter, das kann ich nur empfehlen, sich anzuschauen. Der Wiener Falter hat vor der zweiten Stichwahl in der österreichischen Präsidentenwahl letztes Jahr die rhetorischen Tricks von Hofer aufgedeckt. Auch diese Untergriffigkeiten, wie er dann immer persönlich geworden ist zu Van der Bellen, gesagt, ach, haben Sie das vergessen? Ha, nach dem Motto, Sie sind schon so alt und vielleicht nicht so geeignet, dieses Land zu führen. Und ich glaube, wer das gesehen hat, jedenfalls ging es mir so, hat danach wirklich Hofer mit anderen Augen gesehen. Auch so kann man Rechtspopulisten entzaubern. Und last but not least, damit wir auch noch in größerer Runde diskutieren können, wollte ich auf etwas hinweisen, was mir wirklich in den letzten Wochen enorm geholfen hat. Nochmal diese rhetorischen Tricks und Strategien, auch die ganzen logischen, man nennt es logischen Fehlschlüsse, zu verstehen. Zum Beispiel die Täter-Opfer-Umkehr, die man in diesem Umfeld oft hat. Siehe Sarrazin. Sarrazin teilt aus, wird kritisiert und schreibt daraufhin ein beleidigt klingendes Buch namens Der deutsche Tugendterror. Und tut so, als sei das einfach alles so, sei er dort unterdrückt und würde schlecht behandelt. Dabei war er es, der zuerst ausgeteilt hat. Oder auch das grundlegend falsche Verständnis von Meinungsfreiheit in diesen Kreisen, was immer suggeriert, Meinungsfreiheit heißt, kritisiert mich nicht. Ich war neulich mit André Poggenburg in einer Talkshow und da sagte er dann, naja, man muss aber doch irgendwie auch mit Götz Kubitschek, der Vordenker des radikalen Teils der Neuen Rechten, doch auch reden, das ist doch auch Meinungsfreiheit und das gehört, ist doch auch sozusagen demokratisch. Woraufhin ich ihm dann entgegnet habe, nein, es gibt keinen Anspruch auf Debatte. Und Meinungsfreiheit und Demokratie heißt nicht, dass wir jetzt noch so jede krude These von Björn Höcke öffentlich bei Anne Will diskutieren müssen. Also auch da, Meinungsfreiheit ist eben immer auch die eigene Meinungsfreiheit. Und man kann auch ab einem gewissen Punkt sagen, ich diskutiere so nicht weiter. Oder der übliche Trick, das nennt man einen Fehlschluss aufgrund Schweigens, Argumentum ex silentio, dass dann behauptet, aus Schweigen irgendetwas abgeleitet wird. Paradebeispiel, die angebliche schweigende Mehrheit, die in Wirklichkeit auch so denkt wie die Rechtsdenker. Gestern in den Niederlanden haben wir wieder gesehen, es gibt diese schweigende Mehrheit schlichtweg nicht. Und deswegen wollte ich last but not least kurz hierauf aufmerksam machen, dass ein Buch von einem Philosophen, das ist gerade erschienen, Daniel Pascal Zorn, Logik für Demokraten, und da sind all diese typischen logischen Fehlschlüsse von Rechtspopulisten sehr gut erklärt. Und ich persönlich habe das Gefühl, das hat mich auch gerade in Diskussionen auf Facebook und Twitter nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Insofern danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die weitere Diskussion. Vielen Dank auch nochmal, Frau Bettnartz, und vielen Dank auch dir, lieber Daniel. Und dann auch nochmal danke an Mekonnen. Ich komme ja erst jetzt dran und insofern kann ich mich auch jetzt erst bedanken für die Einladung und dass ich hier heute ein bisschen durch das Gespräch führen darf. Und insofern denke ich mal, wir wollen ja dann auch gleich nochmal mit Ihnen ins Gespräch kommen, würde ich gleich einfach mal mit uns dreien hier beginnen. Und jetzt haben wir ja einiges gehört aus Ihren Vorträgen und ich habe da gesessen und habe dann irgendwie gedacht, sollen, wollen, müssen wir mit, also auch immer wir in Anführungsstrichen und mit denen auch in Anführungsstrichen, sollen wir mit denen ins Gespräch kommen? Ich glaube, dass wir als Zivilgesellschaft gar keine andere Wahl haben, ehrlich gesagt. Denn wir als Journalisten können noch so viele Texte dazu schreiben. Meine persönliche Erfahrung ist, dass man Menschen eigentlich am allerersten im 1-zu-1-Gespräch überzeugt. Man muss dazu allerdings wissen, das sage ich aus persönlicher Erfahrung, viele sind so abgedriftet, da kommt man schlichtweg nicht mehr ran. Also jemand, der ernsthaft Björn Höcke gut findet, und Höcke repräsentiert rund ein Drittel der Partei, mit diesen Menschen kann man nicht mehr reden. Das ist einfach, das hat wirklich politreligiöse Elemente. Wie würden Sie dann reagieren? Also nehmen wir mal an, Sie würden jetzt irgendwo stehen, sag ich mal, irgendwie ins Gespräch kommen an einem Wahlkampf. Wir haben ja bald auch Bundestagswahl. Würden Sie dann tatsächlich sagen, also mal runtergebrochen, würden Sie dann wirklich sagen, ich kann mit Ihnen gar nicht diskutieren?
Also ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass es anfangs gut geht, aber dass ab einem gewissen Punkt dann doch von der Gegenseite eine gewisse Aggressivität kommt. Solange mich aber jemand freundlich anspricht, mache ich es. Ich habe zum Beispiel heute gerade eine E-Mail eines AfD-Anhängers bekommen, der mir sagte, können Sie nicht mal auch die positiven Seiten der Partei beleuchten? Mensch, was soll ich denn machen? Ich bin nun mal gegen den Euro und alles. Aber ich hatte das Gefühl, das ist jemand, der jetzt nicht völkisch ist. In solchen Fällen beispielsweise antworte ich dann auch und versuche es zumindest. Wenn pumpige E-Mails kommen, das passiert ja auch, da reagiere ich aus Prinzip gar nicht. Und auch auf Twitter nicht. Ich sehe das oft bei anderen Journalisten, die lassen sich dann teilweise in endlose Diskussionen mit diesen Leuten verwickeln. Das mache ich grundsätzlich gar nicht. Also da ist mir ehrlich gesagt meine Zeit auch zu schade für. Wie ist es bei dir, Daniel? Was würdest du? Du bist ja nun auch dann Journalist. Also wie gehst du erstens damit um und wie würdest du oder was würdest du anderen empfehlen, wie sie dann einfach ganz praxisorientiert auch damit umgehen können? Also ich glaube, es ist an, das ist ein netter Herr da hinten, ja? Der sorgt Hören dafür. Sie mich? Also als Journalist würde ich jetzt nicht die AfD in jede Talkshow einladen. Wie das ja passiert, aus relativ durchsichtigen Gründen, weil das Quote bringt. Wenn es Krawall gibt, das würde ich nicht tun, aber es lässt sich ja nicht vermeiden, die Debatte zu führen. Also ich glaube, jeder oder viele kennen das aus dem familiären Umfeld, aus dem Freundeskreis, auf Facebook. Also diese Debatte wird geführt, da kann man sich gar nicht entziehen. Im Gegenteil, es ist die Frage, ob man der was entgegensetzt. Also wenn einem bestimmte Argumente begegnen, muss man sich mit denen auseinandersetzen. Und die werden einem entgegengebracht, ob man es will oder nicht, fürchte ich. Also weil sie ja eben bestimmte Argumente auch weit über das AfD-Klientel hinausgehen. Also ich würde man muss sich mit den Argumenten auseinandersetzen, man muss sie auch ernst nehmen. Und ich würde auch mit AfD-Anhängern diskutieren. Ich glaube, es gibt natürlich auch eine Grenze, weil wir haben das ja in den USA gemerkt, das Stichwort heißt postfaktisch, die Leute wollen bestimmte Sachen glauben. Das ist völlig egal, ob ich denen jetzt nachweisen kann, dass Obama kein Muslim ist. Bestimmte Leute wollen das glauben, weil das in ihr Weltbild passt, weil sie sich dann besser fühlen. Und das heißt, also mit Aufklärung kommt man nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber also den Kampf aufgeben würde ich natürlich nicht, sonst wäre ich nicht Journalist geworden. Okay, aber dann seid ihr da, also da ist ja dann irgendwie ein Unterschied. Sie würden ganz klar sagen, nein, also auch auf Facebook, ich reagiere darauf nicht. Bei dir ist es eher so, du würdest dann bei Facebook auch darauf reagieren, richtig? Es kommt darauf an, von wem das kommt und in welchem. Also schon als Pegida aufkam, war ja die Frage, soll man mit denen reden oder nicht? Und da fand ich die Haltung, grundsätzlich zu sagen, man will erstmal rausfinden, was diese Leute motiviert, auf die Straße zu gehen, richtig und mit denen zu sprechen. Und aber die Anführer, die auch eine bestimmte ideologische Agenda haben, möglichst ausschließen. Also die Wähler der AfD würde ich jetzt nicht verloren geben wollen, so, um es mal ganz konkret auf die AfD jetzt zu münzen. Und natürlich würde ich meine Verwandten oder Freunde oder irgendwelche Facebook-Bekanntschaften auch nicht verloren geben, sondern mich immer die Debatte suchen und Auseinandersetzung suchen, weil wenn nicht, dann lässt man das so stehen. Ich meinte nur, dass ich das nicht mache, wenn die Leute im Tonfall sich vergreifen und pumpig werden, dann mache ich das nicht. Solange Leute höflich sind, mache ich es eigentlich immer. Aber heißt es dann, also das ist einfach jetzt mal so ein bisschen, also treffen wir die eigentlich? Okay, bei Facebook, klar, oder wenn man irgendwo, was weiß ich nicht, ein Interview gegeben hat, dann unten in den Kommentarspalten. Aber leben wir eigentlich nicht selber in solch einer Parallelgesellschaft, also in unserem Freundeskreis und in, also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich auch den Falschen, aber ich habe irgendwie niemanden, der AfD-Positionen vertritt. Also so, und insofern ist da einfach die Frage, leben wir nicht einfach, und das ist auch so ein bisschen das Thema, denke ich, wo wir einfach schauen müssen, wie erreichen wir die, die jetzt zum Beispiel heute Abend auch nicht hier sind. Also einfach zu gucken, klar, wir erreichen sie auf Facebook, aber da bin ich auch immer ein bisschen im Zweifel. Also so. Naja, es ist natürlich so, eins darf man nicht unterschätzen, es wird auch mitgelesen. Und manchmal reagieren auch Leute nicht und lesen stumm mit. Also ich bekomme immer auch wieder E-Mails, wo Leute sagen, ja, ich lese das so mit und ich bin jetzt doch mal nachdenklich geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Filterbubbles jetzt in diesem Milieu, ob es die wirklich so gibt. Also ich höre immer wieder, dass es kaum jemanden gibt eigentlich, der das in seinem Freundes- und erweiterten Familienkreis nicht irgendwann doch erlebt.
Aber vielleicht liegt es auch daran, bitte um Verzeihung, dass Sie beide auch ein bisschen aus der Mehrheitsbevölkerung kommen und keinen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Das könnte ja vielleicht auch damit zu tun haben, dass ich denke mal, okay, die Anzahl, klar, ich habe es auch erlebt, dass teilweise bei Menschen mit einwanderungsgeschichtlichem Hintergrund gibt es auch schon relativ krasse, um es mal so zu formulieren, Einstellungen. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Anzahl derer, die dann einfach aus einem weiß-deutschen Kontext herauskommen, dann auch vielleicht nochmal anders ist. Also die Frage ist ja, was man unter AfD-Positionen versteht. Aber ich würde sagen, also die Haltung der AfD zum Islam ist ein Ausdruck einer Haltung zum Islam, die weit verbreitet ist und auch in der Linken weit verbreitet ist. Ich würde mal sagen, es gibt viele Linke, die hätten nichts dagegen, alle Moscheen zu schließen, Kopftücher zu verbieten und Religion überhaupt zu verbieten. Es gibt einige davon, die finden, Religion einfach ist was Mittelalterliches, hat nichts im öffentlichen Leben zu suchen und sollte am besten verboten werden. Das hat eine Tradition ja auch in der Linken. Also es gab ja sozialistische Staaten, die haben das ja versucht, mit mäßigem Erfolg, aber das war zumindest die Haltung. Also das hat sagen, solche Haltungen findet man auch in der Linken. Und natürlich findet man auch unter Migranten solche Haltungen. Also das hat überhaupt nichts mit der Herkunft zu tun. Das würde ich mit Haltungen sagen, die jetzt AfD-kompatibel sind und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Da muss man sich streiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt von mir aus masochistisch bin, dass ich jetzt die Debatte mit AfD-Wählern suche. Also dafür ist mir meine Zeit zu schade. Aber ich fürchte nur, dass man mit bestimmten Argumenten ständig konfrontiert wird. Und ich glaube, dass diese Fragen ja auch die Gesellschaft spalten. Also nehmen wir so eine Frage wie Burka-Verbot. Das ist ja so ein Schlagwort, also eigentlich ist ja der Ganzkörperschleier gemeint und das ist so ein Angstbild, damit macht die AfD in Mecklenburg-Vorpommern Wahlkampf, wo glaube ich keine einzige Frau im Ganzkörperschleier rumrennt. Aber wenn sie eine Umfrage machen würden oder eine Volksabstimmung dazu, würden 80% der Deutschen würden sagen, ja, sofort verbieten. Weil das ihnen unheimlich ist, weil das für sie ein Symbol ist, für eine Veränderung, die ihnen nicht gefällt. Da würden auch sicher viele Migranten dafür stimmen. Das ist gar keine Frage. Es ist zwar jetzt mit dem Grundrecht auf, jeder darf sich anziehen, wie er will, nicht eigentlich vereinbar, aber es ist schwer zu vermitteln, weil wenn man jetzt anfängt so zu argumentieren, so rechtsstaatlich, dann steht man als irgendwie Burka-Fan da, was ich nicht bin, aber zu sagen, also differenzieren in der Debatte ist wahnsinnig schwierig. Das ist so einfache Antworten zu geben. Ja, darum sind diese Themen so populär. Genau, aber lass uns doch einfach ein bisschen sprechen, auch darüber, wo man dann auch die Grenze zieht. Mekkonen hat es ja vorhin auch zu Recht gesagt, ich sage es auch oft, wenn ich Inputs oder was halte, dieses Ängste der besorgten Bürger ernst nehmen, wo ich dann natürlich auch immer frage, wer hat jemals meine Ängste ernst genommen, als ich welche hatte oder auch jetzt zur Zeit welche habe. Wo ist da also aus eurer Sicht die Grenze? Also wo ziehe ich die Grenze zwischen einem besorgten Bürger oder diesem ewigen Argument, was dann kommt, naja, das wird man ja schon mal sagen dürfen, ja, und dann ist man ja nicht gleich rassistisch, aber es gibt halt zu viele von euch. Also wo ist da jetzt ganz genau die Grenze? Wie zieht man die? Ich würde sagen, die Grenze liegt tatsächlich in diesem Wort besorgt, was natürlich von diesen neurechten Bewegungen instrumentalisiert wird. Aber man merkt relativ schnell, ob jemand ernsthaft besorgt ist, also sich fragt, was passiert, wenn der Islam sich hier weiter ausbreitet? Wie ist die Rolle der Frau im Islam? Wie ist das mit den Zwangsehen? Aber ist jemand wirklich ernsthaft besorgt? Doch, also das ist nicht sicherlich jetzt nicht alle, die das sagen, aber es gibt schon Menschen, die haben einfach Fragen an den Islam. So, aber in dem Moment, in dem, und das äußert sich ja meist in der Sprache, in dem dann abfällig darüber über Muslime gesprochen wird und gar keine Bereitschaft, also wenn eigentlich keine Frage dahinter ist. Also wenn es eher darum geht, Stimmung zu machen und ja, die und die wollen uns das Schweinefleisch verbieten. Also wenn es so ein bisschen Richtung abstrusen Theorien geht und wenn man merkt, eigentlich ist, der will gar keine Antwort mehr, der weiß eh schon alles. Daniel, du hast ja vorhin gesagt, auch in deinem Vortrag, und es geht ja auch in deinem Buch darum, hast du gesagt, dass Dresden Pegida und dann auch die Heidmeier auch zitiert, also das, was wir alle kennen mit dem Kontakt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das ein bisschen auch anders. Ich war jetzt neulich in Dresden und wir machen von unserem Bundesverband aus in 31 Städten machen Migrantenorganisationen, arbeiten mit Geflüchteten zusammen. Und das war ein Koordinationstreffen der Regionalkoordinatoren und der Netzwerke. Da waren rund aus diesen 31 Städten
und 60 Vertreter und wirklich auch aus jeder Stadt. Und was da erzählt worden ist, das war nicht nur Dresden und das war nicht nur Erfurt und Hoyerswerda, sondern das war Braunschweig, das war Stuttgart, das war Wuppertal, das war Hamburg und das ist Berlin. Also so dieses, machen wir es uns nicht zu leicht, wenn wir dann wirklich sagen, also eine, es war erschütternd, also ich kriege jetzt immer noch eine Gänsehaut, erzählte eine Kollegin aus Braunschweig, die meinte, ich lebe hier seit 30 Jahren und ich habe seit 30 Jahren auch mein Kopftuch. Und ich fahre in Braunschweig im Bus und das nicht im Außenbezirk und mir wird versucht, das Kopftuch abzuziehen oder einer Freundin von mir wird angespuckt. Freundinnen von mir mit Kopftuch passiert hier in Berlin teilweise leider Ähnliches. Also insofern ist das nicht zu leicht, wenn wir dann immer nur sagen, das ist da und da. Oder Nein. Nur ein kleines Beispiel noch, AfD letztes Jahr, als die ganzen Landtagswahlen wurde auch aus den Medien, wurde dann riesig groß gesagt, ja, und in Sachsen-Anhalt die Zahlen und über 20%. Und aber dass 850.000 Menschen in Baden-Württemberg AfD gewählt haben, das wurde gar nicht so gerne diskutiert. Und das ist in einem alten Bundesland, in einem alten westdeutschen Bundesland. Da geht es den Leuten wesentlich besser als in, also machen wir uns das manchmal auch nicht einfach alle zu leicht? Natürlich, also war nicht Vereinfachungen, also natürlich kann man, ist das kein Ost-West-Problem zum Beispiel. Ich würde eher sagen, es ist ein Stadt-Land-Phänomen teilweise. Also in Stuttgart und München, wo viele Migranten wählen, ist die AfD nicht so erfolgreich wie auf dem Land. Das kann man. Ich meine jetzt eigentlich Alltagsrassismus. Und Alltagsrassismus muss man natürlich sagen, dass allgemein durch den Aufschwung der AfD sich viele ermutigt fühlen und aus ihren Löchern kriechen und sich ermutigt fühlen, Sachen zu machen, die sie vorher sich vielleicht nicht getraut hätten. Und das, auch da sieht man natürlich auch regionale Unterschiede, was an Übergriffe auf Flüchtlingsheime und Ähnliches angeht. Also in Dresden ist eine Frau mit Kopftuch erstochen worden, das ist auch schon 8 Jahre her. Also das ist sozusagen auch nicht vom Himmel gefallen, also das hat nochmal andere Dimensionen vielleicht, da gibt es auch Unterschiede. Aber es ist nicht platt, man kann nicht sagen, im Osten ist es schlimmer als im Westen. Du hast in Baden-Württemberg natürlich auch eine rechte Szene und du hast da auch, aber ich finde, den Zusammenhang gibt es offensichtlich. Also den kann man ja messen an Zahlen, an Wahlergebnissen, an Gewaltstatistiken kann man den Zusammenhang messen. Und wie gesagt, also das Erstaunlichste für mich war ja, als ich mein Buch geschrieben habe, dann die Flüchtlingsdebatte war in Europa, wer nimmt Flüchtlinge auf, dass eben in Ungarn und Polen, wo wirklich überhaupt keine Muslime leben, oder in Tschechien und der Slowakei, wie man da argumentiert hat. Das waren wirklich die krudesten Argumente. Wir haben keine Moscheen in der Slowakei, deswegen können wir keine muslimischen Flüchtlinge aufnehmen. Also, oder in Polen, die bringen ja irgendwelche Krankheiten mit. Also diese völlig platten Bilder sind da besonders da verbreitet, wo wirklich gar kein Kontakt besteht. Also mein Eindruck dazu ist, und das sehe ich mit großer Sorge, ich weiß offen gesagt auch nicht so recht, wie man dem entgegensteuern kann im Moment, aber diese rechtspopulistischen Bewegungen haben es leider geschafft, dass es plötzlich so eine Kategorie gibt, und weil man es so oft liest, das eigene, so heißt es dann immer, und das Fremde. Und plötzlich werden, ich glaube, es ist viele Menschen, die früher im Alltag überhaupt nicht so sehr darauf geachtet haben, hat jemand Migrationshintergrund oder nicht, das war egal, machen das jetzt viel stärker und haben der Blick fällt viel stärker darauf. Und ehrlich gesagt, ich ertappe mich selbst dabei. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen in Westfalen. In meiner Klasse waren, ich glaube, 6 Türken. Die Mädchen trugen dann irgendwann auch, oder die Mütter trugen Kopftuch. Das war völlig normal, ehrlich gesagt. Also das ist auch, wenn man mit Leuten aus der Nähe des Ruhrgebiets redet, das war total normal. Und ich merke jetzt an mir, dass mir das viel stärker auffällt, wenn ich Kopftücher sehe. Das war sonst nicht so. Das heißt, wir haben plötzlich auch dadurch, dass immer wieder diese Begriffe fallen, wie Überfremdung, das übrigens auch, apropos Medien, viele Journalisten, die ganz sicher diesen Begriff nicht befürworten, benutzen ihn aber manchmal, ohne ihn in Anführungsstrichen zu setzen. Dann steht da ja die Sorge der Bürger vor Überfremdung. Damit setzt es sich fest. Das ist das Gleiche, wenn der Begriff Altparteien einfach übernommen wird. Oder der Begriff Fremdenfeindlichkeit. Auch der hat ja schon... Also diese Kategorie des Fremden ist wieder da. Und das wird natürlich befeuert von Leuten wie Björn Höcke, der davon redet beispielsweise, es gäbe nur noch 64,5 Millionen Menschen ohne Migrationshintergrund. Und deswegen, glaube ich, ist so wichtig, gerade gegenzusteuern, das, was Sie auch machen, dass man eben sagt,
Deutsch ist nicht ethnisch-völkisch-deutsch. Deutsch knüpft an die Staatsangehörigkeit an. Und ich glaube, wir müssen alle zusammen viel, viel mehr dafür tun, dass wir wieder dahin zurückkommen, wo ich glaube, wo wir schon mal vor 10 Jahren viel besser dastanden als jetzt. Da hat man gar nicht so sehr darüber diskutiert, welchen Migrationshintergrund hat jetzt jemand. Ne? Genau. Und ich würde noch sogar einen Schritt weitergehen. Ich würde, klar, dass Deutsch natürlich wesentlich mehr bedeutet, aber jetzt kommen wir dann zu weit, wenn wir jetzt auf diese Identitäts- und was ist Deutschgeschichte dann nochmal eingehen. Aber ich glaube, dass es dann auch teilweise oder jetzt gerade darum gehen muss, wirklich zu gucken, wie kriegen wir alle jeweils in unseren Positionen oder auch Sie alle in den Arbeitsbereichen, in denen wir sind, wie kriegen wir es hin? Es wird ja immer viel gesprochen von Einwanderungsland und aber es ist ja alles immer sehr ein bisschen, hat man den Eindruck, Wolkenkuckucksheim. Ich glaube tatsächlich, wir müssen dahin kommen, dass wir zudem in die Köpfe und auch in die Herzen hineinbekommen, wir können in Deutschland leben und ganz viele Identitäten haben. Es gibt nicht nur die eine Identität und die eine Identität ist nicht nur die Ethnie, vielleicht ist jemand, der alleinerziehend ist mit Kind und der aus dem Kamerun irgendwann mal vor 40 Jahren gekommen ist, in der gleichen Situation wie jemand, der seit 600 Jahren, dessen Familie hier lebt und auch alleinerziehend ist. Also insofern diesen Punkt, und da kommen wir dann vielleicht, auch wenn wir es dann ein bisschen öffnen, wo es dann darum gehen wird, was können wir tatsächlich eigentlich tun? Was können Medien tun? Was kann Politik tun? Ich würde ganz gerne mit euch beiden oder mit Ihnen beiden auch noch gerne nochmal auf den Punkt kommen und bei dem Bereich, was können die Medien tun? Wir haben ja jetzt auch hier die Politik und ich habe den Eindruck und einfach nur meine Frage, inwieweit Sie das auch teilen, dass wir in der Politik erleben einen, du hast vorhin gesprochen von einem Eisberg, also praktisch gesagt, das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich der Eisberg, es ist schon immer da gewesen. Das kann ich nur teilen. Der vorauseilende Gehorsam, den es in der Politik gibt, den es auch in den Parteien gibt und da auch, ob es jetzt die Grünen sind, wo wir heute eingeladen sind, ich bin in einer anderen Partei, auch dort gibt es das, in der CDU, CSU auch. Wie kommt man davon weg? Also das ist ja immer wieder das gleiche Schema. Gibt es da eigentlich überhaupt irgendeinen, also wenn ich lese, Scheuer fordert schon wieder doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen. Es ist also so reflexartig. Haben Sie da irgendwie, Frau Bettnerz, dass Sie sagen, ich habe den Königsweg? Also ich glaube, die Parteien müssen viel stärker wieder ihre eigene Agenda setzen und die betonen, anstatt, wie Sie zu Recht sagen, im Grunde auf jedes AfD-Stöckchen und Panik bekommen und sich dann so ein bisschen vor sich hertreiben lassen. Ich habe ein bisschen den Eindruck jetzt, das sage ich als Konservative, ich finde das sehr gut jetzt, dass Schulz kandidiert, jetzt ist wenigstens ein bisschen Leben wieder im Wahlkampf. Werdet ihr noch sehen im Herbst. Naja, ich hoffe natürlich nicht, dass er gewinnt, aber es ist wirklich das Beste gegen diesen Populismus, dass wir da stärkere Debatten haben. Also ich glaube, man muss offensiver an Themen rangehen. Das gilt für alle Parteien, über Einwanderung sprechen, auch wirklich über problematische Punkte wie Parallelgesellschaften und das in einer ruhigen und besonderen Weise, um eben nicht diese ganzen Themen den Rechtspopulisten zu überlassen. Aber zweitens dabei dann eben nicht vorauseilend werden und überziehen, wie die CSU es seit langer Zeit macht. Und das Fatale ist, dass für die CSU dieses Mantra, es darf keine Partei rechts der Union geben, so wichtig ist und für Seehofer auch der Erhalt der absoluten Mehrheit in Bayern, dass diesem Ziel alles untergeordnet wird. Mich erschüttert das. Also dann ist die Rede vom Herrschaft des Unrechts, dann gab es diese polemischen Sprüche über den fußballspielenden Senegalesen, der sich integriert und den man deshalb nicht mehr los wird, der da noch Ministrant ist. Das geht einfach nicht. Also die CSU hat da leider mehrfach Grenzen überschritten. Wie siehst du es aus Sicht der, also jetzt nochmal als Journalist auch oder auch als Vorstandsmitglied der Neuen Deutschen Medienmacher, wie siehst du es oder wie ordnest du es ein, Daniel? Muss ich wirklich als Journalist auf jeden Tweet, auf jede Twitter-Geschichte, muss ich auf die eingehen? Muss ich die sofort auch kommentieren? Nein, da muss man jetzt sich auch nicht nervös machen lassen. Ich meine, man kann es ja auch positiv sehen. Die AfD und diese ganze Reaktion ist eine Reaktion, ist ein Backlash auf eine Entwicklung,
die für manche in die falsche Richtung gegangen ist. Also das, wir haben einfach heutzutage eine größere Vielfalt in der Gesellschaft. Es ist akzeptiert, in weiten Teilen der Bevölkerung, dass man Deutsch sein kann und Migrant sein kann und Muslim sein kann. Ist das wirklich akzeptiert? Ja. Also zu sagen, ein schwuler Bürgermeister, wie wir ihn ja schon hier hatten, wäre vor 20 Jahren noch nicht vorstellbar gewesen, ist jetzt vorstellbar. Eine Frau als Bundeskanzlerin war irgendwann mal auch nicht vorstellbar, ist jetzt vorstellbar. Es sind viele Sachen vorstellbar geworden und normal geworden, in Anführungszeichen, ein schwarzer Präsident in den USA. Und das ist die Reaktion. Trump ist die Reaktion auf einen schwarzen Präsidenten, dass das manchen nicht gefällt. Das ist eine Entwicklung und Fortschritt ist nicht linear. Fortschritt ist nicht linear, dass man sagt, ich hatte auch die Vorstellung vielleicht mal, dass Fortschritt linear ist und alles wird besser und Rassismus steht irgendwann aus. Nein, Rassismus kommt auch in Wellen auf eine Reaktion, auf eine Entwicklung, die Leuten nicht gefällt, auf eine wachsende Akzeptanz von Vielfalt. Also man muss sich ja auch anschauen, die Union ist ja auch nicht allein deswegen nach links gerückt und hat zum Beispiel, ist sie offener geworden gegenüber verschiedenen Lebensstilen, gegenüber Migranten. Meine Frage war nicht offener was geworden. Tut man? Ich will es mal kurz zu Ende bringen, den Gedanken. Nicht offener geworden, nur weil Frau Merkel so eine gute Frau ist, sondern sie ist auch offener geworden, weil sie in der Großstadt mal wieder Bürgermeister stellen möchte. In den meisten Großstädten hat sie das sehr lange nicht mehr gemacht, weil sie eben in den Augen vieler Großstädte der urbaner Wähler zu konservativ war. Die Modernisierung der Union liegt auch daran, dass man sich sozusagen als urbane Großstadtpartei auch noch irgendwie überhaupt behaupten wollte. Und der Weg zurück zur AfD-Position ist der Weg zurück in die Nische, der Weg zu einer Splitterpartei. Das heißt, es gibt einen gesellschaftlichen Wandel, auf den die Union teilweise reagiert hat. Und es gibt es Kräfte in der Union, gerade in der CSU, die wollen das Rad wieder zurückdrehen. Weil es von rechts eben ganz stark die AfD das ja befeuert, das Rad zurückdrehen zu wollen. Das ist schon eine Reaktion darauf, dass bestimmte Sachen sich verändert haben und Leute Angst vor dieser Veränderung haben. Wenn die neuen deutschen Medienmacher fordern, mehr Migranten in den Medien, dann macht das manchen Leuten Angst. Muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass das nicht alle toll finden. Und wenn die Medien vor 2 Jahren in der auf dem Höhepunkt der Willkommenskultur positiv über Flüchtlinge berichtet hat, was ja auch in der deutschen Geschichte der Medien nicht eine große Tradition hat, dass sie da mal positiv berichtet haben, das hat ja Leute dazu motiviert, Lügenpresse zu rufen, weil das mit ihren Vorurteilen nicht in Einklang zu bringen war. Also das, jetzt gibt es sozusagen die Angst bei manchen Medienschaffenden, um Gottes Willen, wir müssen jetzt aber auch den Sorgen und Ängsten und Nöten dieser Menschen entgegen, genau, und ich meine, ich finde, wenn man mit den Leuten redet und sich mit diesen Haltung auseinandersetzt, muss man auch Rassismus Rassismus nennen. Das ist natürlich auch, gehört dazu. Zu einer Debatte gehört dazu, dass ich auch sage, was ich davon halte. Mhm. Wenn jemand sagt, er hat Ängste und Sorgen und ich merke, das sind nur paranoide Fantasien. Was würde passieren, liebe Frau Bettnartz, wenn man jetzt tatsächlich, um nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, wenn wir jetzt mal eine Woche lang nicht darauf eingehen würden? Es entspannt. Es ist ganz gut für das eigene Seelenheil. Aber was würde jetzt in der Landschaft der Medien passieren? Würde es wirklich so viele besorgte Bürger geben, die sagen Lügenpresse? Weil das ist der Punkt, wo wir zum Anfang wieder zurückkommen. Also mit wem müssen wir uns um die kümmern? Also die mediale Behandlung dieser Themen hat sich geändert. Und um das voranzuschicken, wir dürfen eins nicht vergessen. Es ist wirklich was passiert gestern in Holland. Und die AfD ist auch abgesackt auf 9% im Moment. Das ist der Schulz-Effekt. Seit der und der Höcke-Effekt. Also, das wollen wir hoffen. Was nichts bringt, gerade die moralische Empörung, so traurig das ist, bringt wenig, wenn man mit Rechtspopulisten oder Anhängern von ihnen diskutiert, wenn man also immer sagt, also furchtbar, was du sagst, das bringt nichts. Es ist besser, sachlich zu bleiben und die Medien mittlerweile ordnen, wo das herkommt, wer die Stichwortgeber sind, wer sind die rechten Vordenker. Das ordnen sie viel besser ein, auch einzelne AfD-Positionen, sodass sozusagen der Aufklärungseffekt, wenn man so will, größer geworden ist. Und ich glaube auch, dass die Rechtspopulisten haben ein großes Problem. Und man macht sie einerseits natürlich bekannter, wenn man über alles berichtet. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich immer ihre eigenen Leute auch füttern mit immer neuen radikalen Botschaften. Und das nutzt sich irgendwann so ein bisschen ab. Und einerseits ist es erschütternd, weil es einen nicht mehr so erschreckt, diese Höcke-Sprüche zu hören, weil man schon fast damit rechnet. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass das dann irgendwann auch doch so ein gemäßigteres bürgerliches Publikum wieder abschreckt. Ich beobachte ja sehr genau diese verschiedenen AfD-Zirkel. Und im Moment sieht man so bei vielen Ex-CDU-Wählern, die einfach unzufrieden war, weil die CDU in die Mitte gerückt ist, die dann zur AfD gegangen sind,
denen ist dieses Völkische dann jetzt doch too much. Das, und darin sehe ich auch eine Chance. Und insofern ist es dann doch wieder auch, auch richtig, es zu thematisieren und darauf hinzuweisen, wenn ihr die AfD wählt, jetzt da Petris Machtposition auch massiv erodiert, müsst ihr damit rechnen, dass ihr potenziell einer Partei damit ins Amt helft, deren Vorsitzender dann vielleicht irgendwann Björn Höcke ist. Mhm. Also und das glaube ich ist schon, deswegen muss man schon auch zeigen, was passieren kann und wie radikal jemand wie Höcke ist. Bevor wir jetzt gleich auch mit Ihnen oder euch versuchen, ins Gespräch zu kommen, würde ich gerne noch mal einen so letzten Punkt auch noch mal haben oder gerne besprechen hier oben. Und das ist das, was wir vorhin auch im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt haben, ist das Stichwort Solidarität. Ich habe ja erzählt, ich bin im Ehrenamt im Bereich Antiziganismus auch viel tätig und hatte neulich ein Abendessen mit Romani Rose, der empört war, wütend war und der einfach dann nur noch gesagt hat, also ich weiß nicht, er ist jetzt Gott sei Dank nicht hier, dass er gesagt hat, er hat einfach die Schnauze voll und er kann es nicht mehr ertragen und er möchte auch eigentlich raus aus der Opferrolle, also raus aus der Opferrolle. Und meine Frage ist, inwieweit ist dieses gute alte Wort Solidarität heute auch wirklich noch entscheidend? Und es kann ja nicht sein, dass wenn es Vorfälle gibt im Bereich Antisemitismus, dann immer der Zentralrat der Juden aus Frankfurt seine Pressemitteilung verschickt. Bei den im antiziganistischen Bereich ist es der Zentralrat eben aus Heidelberg und dann eben auch oft der Kollege Matzijek, der inzwischen ja auch in Berlin sitzt, aber der Zentralrat sitzt in NRW. Wie wichtig ist das, dass es eben einen breiteren Aufschrei, wie auch immer, gibt, dass wir uns alle angesprochen fühlen, auch wenn das sehr romantisch vielleicht klingt? Ich glaube, das ist sehr wichtig aus zwei Gründen. Erstens ist es natürlich das so, dass diejenigen, die typischerweise ins Feuer der Rechtspopulisten geraten, sich natürlich besser fühlen, wenn sie von vielen gesellschaftlichen Gruppen unterstützt werden. Das kann man übrigens auch auf Facebook machen. Lamia Kador zum Beispiel ist neulich sehr angegriffen worden von zwei Blogs und da habe ich mich dann mit ihr so öffentlich solidarisiert. Es passiert aber mehr. Also der Zentralrat der Juden hat ganz, ganz früh schon vor Pegida auch gewarnt und hat Mir ging es um die anderen. Und wer es inzwischen auch sehr stark macht, sind die Kirchen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat gerade erst vor wenigen Tagen eine wirklich sehr, sehr scharfe Stellungnahme gegen Fremdenfeindlichkeit herausgebracht. Das muss natürlich noch viel mehr werden, aber ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt doch beginnt. Also, dass so die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure sich da stärker gegenseitig unterstützen. Wir haben es ja erlebt in der der Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen, dass da ganz unterschiedliche Gruppen zusammengekommen sind. Spontan Kirchenkreise, säkulare linke Gruppen, muslimische Helfergruppen. Wir sehen es jetzt auch in den USA nach Trump, wo es Angriffe auf jüdische Friedhofe gab oder Moscheen, dass es da eine Solidarität unter den Communities gibt, dass bei dem March gegen Trump Feministinnen und Muslimas zusammen aufgetreten sind. Das ist wichtig, dass man zeigt, dass man eben im gleichen Boot sitzt, weil man das merkt, dass man im gleichen Boot sitzt. Also das ist eine Gefahr eben nicht nur für eine Minderheit, sondern für viele von uns. Und insofern ist es höchste Zeit, dass diese Einsicht dämmert, aber sie dämmert auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt einfach gerne mit Ihnen auch ins Gespräch gehen und vielleicht auch ganz konkret, dass wir gemeinsam überlegen, wenn das in dieser großen Runde denn auch möglich ist, dass wir einfach gucken, was können wir tun? Also ich fand das schon spannend. Frau Bettnerz hat uns ja schon eigentlich wie so eine Art kleinen Leitfaden vorhin in ihrem Eingangsreferat dann auch nochmal gegeben, was man tatsächlich dann tun kann, wenn man solche Begegnungen hat. Aber ich würde jetzt einfach gerne mal das eröffnen ans Podium. Und ich glaube, Sarah, wir müssen jetzt ein Mikro abgeben oder irgendwas war? Okay, gut. Weil vorhin hieß es noch, wir müssen eins abgeben, aber wir haben noch welche. Und nur eine herzliche Bitte und bitte auch nicht falsch verstehen, wenn es möglich ist, dass wir wirklich so kurze Statements haben und keine Co-Referate, sondern vielleicht eher Fragen, damit wir auch alle wirklich ins Gespräch kommen können. Und wir würden dann die ganz kurz beantworten. Das wäre die Idealform und dass wir dann wirklich, wir gucken einfach mal, was so kommt. Jetzt habe ich die Latte so hochgelegt, jetzt meldet sich kein. Da ist eine Meldung.
Ja, danke schön für diese Inputs. Das war viel Food for Thought, auch Ihrer Anleitung oder Hinweise zum Verhalten. Ich arbeite bei einem Netzwerk für Kinderrechteorganisationen und was ich in der Verbändelandschaft gerade sehe, ist, dass die Verbände, die für geflüchtete Kinder arbeiten, die AfD oder andere rechte Bewegungen auf dem Schirm haben und sich damit auseinandersetzen, was machen wir jetzt im Wahlkampf, was machen wir, wenn die AfD überall in den Ausschüssen sitzt. Aber andere Organisationen, die auf Politikfeldern wie Bildung oder Kinderarmut, Familienpolitik arbeiten, Kinder- und Jugendhilfe, sind da viel weiter weg oder stellen sich jetzt die Frage, ist es ein Thema? Was machen wir da? Im Berlin-Wahlkampf im letzten September war der Slogan der AfD für starke Familien. Wenn man da mal schnell vorbeigefahren ist an so einem Slogan, konnte man nicht richtig zuordnen. Das hieß nicht kein Minarett oder so. Man konnte nicht sofort zuordnen, das ist der Slogan der AfD. Die SPD hätte das auch sagen können, für starke Familien. Deshalb ist meine Frage an Sie, haben Sie in Ihrer Recherche gemerkt, dass auch dieses Thema jetzt losgelöst von geflüchteten Kindern in Kitas oder von Afrikanern, die sich anders vermehren und solche Geschichten, dass diese Themen auch kommen? Oder ist das tatsächlich ein Nebenschauplatz, wo wir uns entspannen können? Vielleicht, ich würde es gerne so machen, dass wir dann immer direkt kurz darauf antworten, dann ist das besser vielleicht als sammeln, weil dann hat man auch eine Antwort. Wollen Sie vielleicht, Frau Bettner? Ja, also dieses ganze Thema Familienschutz spielt in gewissen AfD-Milieus eine enorm große Rolle. Und es ist sogar so, es geht ja oft einher auch mit dem Gender-Thema. Und das ist immer so das Bindeglied im Prinzip zwischen neuen Rechten und auch Rechtskatholiken vor allem. Es wird nämlich so getan, als sei die traditionelle deutsche Familie dadurch bedroht, dass auch andere Formen des Zusammenlebens gleichberechtigt werden. Das geht so weit, dass dann teilweise alternative Lebensmodelle verspottet werden als sogenannte Gesellschaftsexperimente. Also dieses Thema ist sehr stark. Also Beatrix von Storch, die ja diesen Verein hat, Zivile Koalition, das ist so ihr Hauptthema eigentlich, Familienschutz und Gender. Und die hat sogar so einer ihrer Branches, wenn man so will, von ihrer zivilen Koalition, heißt auch Initiative Familienschutz. Also das stärkt enorm. Also das ist, deswegen ist Ihre Frage sehr gut, weil das natürlich jeder ist dafür, dass man Familien schützt. Aber wenn man mal dann genau hinschaut, dass es dann doch wieder nur die traditionelle Familie ist, dann stellt sich das im anderen Licht dar. Und im Übrigen, das zeigt auch so ein bisschen mal wieder die ganze, ja, in Teilen doch zu sehende Wertungswidersprüchlichkeit der Partei. Ich frage mich, wie hält es zum Beispiel Alice Weidel als jetzt immerhin Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg für die Partei aus? Sie ist mit einer Frau verheiratet, sie zieht mit ihr zwei kleine Kinder groß, das passt eigentlich überhaupt nicht ins Weltbild dieser Partei. Und ja, also mich wundert das. Tim Brose, ich habe eine Frage dazu, inwieweit der Erfolg des Rechtspopulismus gerade in Ostdeutschland mit der spezifischen Kultur und der Situation dort verknüpft ist. Und mich würde interessieren, ob Sie bei den Recherchen darauf gestoßen sind, wie eigentlich gerade der Erfolg in Pegida in Dresden zu verorten ist und wie die Teilnehmer dort vor ihre persönliche Biografie, ihre Erlebnisse und ihren Wertehorizont und ihre Biografien eigentlich verknüpfen mit dem politischen Programm, was durch Pegida und durch die Rechtspopulisten vorgeschlagen wird, wie die Verknüpfung funktioniert. Also, wie gesagt, ich sehe keinen grundsätzlichen Ost-West-
Widerspruch ist. Ich denke, im Osten, natürlich sind die Umbruchserfahrungen nach der Wende spielen eine Rolle, dass Leute verunsichert sind, auch eine Entwertung erfahren haben und das für empfänglich sind für so eine Haltung, mir wurde ja nichts geschenkt, warum soll ich denen was schenken? Dann gibt es auch eine besonders im Osten eine Fremdheit gegenüber Religion insgesamt. Also man findet Religion sowieso befremdlich und dann den Islam besonders befremdlich, weil das ist eine fremde Religion. Das ist vielleicht typisch im Osten und es fehlt überhaupt Erfahrungen mit Fremden. Also die Flüchtlinge sind jetzt die Ersten, die in Dresden oder Thüringen sichtbar dann auch in Erscheinung getreten. Ansonsten gab es ja kaum Migranten in der DDR, schon gar nicht. Zumindest, die waren ja kaserniert. Also da fehlt sozusagen die Einwanderungserfahrung. Aber also Rechtspopulisten sind in anderen Ländern, in Westeuropa auch sehr erfolgreich, in Ländern, die eine andere Geschichte haben. Die haben eine andere Form von Rechtspopulismus. Also in Marine Le Pen argumentiert eher säkular oder Geert Wilders die FPÖ und die Schweizer Volkspartei argumentieren dann eher mit dem christlichen Abendland, aber das ist unabhängig von der Region. Das ist einfach, dieses Feindbild funktioniert an verschiedenen Orten, auf verschiedene Arten und Weisen, spricht unterschiedliche Leute an. Ich würde da ein bisschen widersprechen. Es gibt ein sehr interessantes, auch gerade erschienenes Buch, das heißt Unter Sachsen. Da wird also gerade so in verschiedenen Essays von verschiedenen bekannten Journalisten wird die spezielle Situation dort beschrieben. Und da war es eben schon nach der Wende so, dass unter Biedenkopf eigentlich immer gesagt wird, wir haben gar kein Problem mit Rechten. Und dass doch so sehr so dieser alte Bürgerstolz der Stadt Dresden wieder sehr stark betont wurde und man eigentlich auch... Da sieht man in der CDU übrigens sehr gut, in Sachsen-Anhalt auch, die sind viel, viel rechter als es die CDUs oder die CDU-Landesverbände beispielsweise im Westen. Und was einige Wissenschaftler sagen, was ich auch sehr plausibel finde, das Riesenproblem im Osten, erstens, es gab in diesen 40 Jahren DDR, es gab keine Aufarbeitung des NS-Regimes, sondern es wurde so getan, das waren eben die anderen, aber wir sind eben die Antifaschisten. Und Annette Hacker-Hahne zum Beispiel sagt immer, Antifaschismus ist nicht das Gegenteil von Faschismus, sondern die liberale Gesellschaft ist eigentlich das Gegenteil von Faschismus. Das ist da zu wenig verankert und dadurch, und das ist übrigens ein ähnliches Phänomen, was man jetzt auch in Polen und Ungarn sieht, also viele sagen ja auch, Sachsen ist eigentlich Polen und Ungarn ähnlicher fast als Westdeutschland. Diese Länder, die 40 Jahre lang keine Nation waren, haben jetzt plötzlich so eine Art Nachholbedarf. Und jetzt möchte man eben deutsch sein, weil das in der DDR, dieses klassische Deutschland ja keine Rolle spielte. Es gab keine 68er-Bewegung in der DDR. Also diese ganzen emanzipatorischen Prozesse gab es da nicht, jedenfalls nicht so wie im Westen. Und alles zusammengenommen manifestiert sich jetzt. Ich meine, man muss ja sagen, die Ergebnisse sind höher als im Westen. Ich will damit nicht sagen, dass man es im Westen unterschätzen sollte, gar nicht. Baden-Württemberg zum Beispiel ist ein ziemlich radikaler AfD-Verband sogar. Saarland auch, aber trotzdem. Also ich glaube, wir haben doch im Osten noch mal ein bisschen anders gelagert. Es gibt einen Unterschied, finde ich, insgesamt Ost- und Westeuropa. In Osteuropa ist der völkische Nationalismus insgesamt salonfähiger, also ein völkischer Nationalismus, der wirklich herkunftsmäßig argumentiert, während in Westeuropa eher so ein diffuser Kulturalismus gepflegt wird, dass man sagt, also unsere Kultur ist halt anders. Und das ist ein großer Unterschied und das merkt man eben vor allem am Antisemitismus. Und da ist tatsächlich, gibt es auch einen Ost-West-Konflikt innerhalb Deutschlands, dass in Ostverbänden der AfD Antisemitismus, wie man bei Höcke sieht, durchaus salonfähig ist, während man im Westen sich in Baden-Württemberg bemüht, dann Antisemiten auszuschließen, um salonfähig zu sein. Da gibt es Unterschiede, würde ich sagen. Da hinten war auch noch eine Wortmeldung vor dem Herrn. Ja, gerne. Weil dann ich erst, oder? Ja, ja. Ja. Und zwar kam jetzt dann doch irgendwie die ökonomische Seite, ist mir so ein bisschen unter den Tisch gefallen, muss ich sagen. Man schaut sich zum Beispiel den Rust Belt in den USA an, ehemalige Obama-Wähler, die jetzt alle zu Trump gewechselt sind. Man schaut sich den Erfolg von Schulz an, der mit sozialer Gerechtigkeit argumentiert. Schon sinken die Zahlen der AfD und die Zahlen der SPD steigen. Man schaut sich den Soziologen, den französischen Didier Eribon an, der sagt, hey, die ehemaligen, dieses Buch zurück in seine Heimatstadt, wo er sagt, ah, die ehemaligen Kommunisten oder meine Familie, die auch kommunistisch gewählt hat, links gewählt hat, die wählen jetzt alle den Front National.
das muss doch auch irgendwie eine Rolle spielen, sage ich mal so, dass diese ehemaligen oder dass diese Arbeitermilieus jetzt alle rechtspopulistisch wählen. Hat die Linke da versagt, dass das ja auch nimmt, ja, also ist der Vertreteranspruch der Linken da nicht mehr da? Ja, ich denke mal, dass jetzt, wenn wir, wir können kurz auch darauf noch antworten, aber wenn wir jetzt heute Abend anfangen, dann hätten wir die Diskussionsveranstaltung unter dem Motto machen, hat die Linke da versagt? Also lassen Sie uns einfach nur, weil wir ja auch noch gerne dahin kommen wollen, wirklich auch dann gemeinsam auch mit unseren Podiumsgästen auch Strategien dann zu entwickeln, die wir dann auch machen können. Genau. Na gut, aber das ist ja eine Frage nach einer Strategie. Wenn muss man jetzt, das ist ja eine Frage, die offen zutage liegt. Ist eine sozialere Politik die richtige Antwort auf die AfD? Und ich würde sagen, ja, aber sie wird die AfD nicht verhindern, sondern also sie wird ein Teil der Wähler wählt die AfD oder Rechtsparteien, Trump, Rust Belt aus ökonomischer Verunsicherung, gepaart mit Ressentiments, die dann aktiviert werden. Es gibt Leute, die haben vor vier Jahren Obama gewählt und haben jetzt Trump gewählt, aber das ist ein kleiner Teil, den würde ich nicht fürs Ganze nehmen und damit erklärt man nicht das Ganze. Genauso wie die AfD sie nicht mit ökonomischer Verunsicherung allein erklären oder den Brexit mit Leuten. Also die Trump-Wähler sind insgesamt ökonomisch better well off als die Clinton-Wähler gewesen und die AfD-Wähler sind nicht verarmt. Also wie gesagt, das ist ein Mythos zu glauben, das ist alles Ökonomie, das ist so eine vulgär, aber ich sage nur, es ist sicher ein Teil dessen, dass ein Teil der Wähler, der früher sozialdemokratisch gewählt hat, sich auch in gewisser Weise ein bisschen schutzlos gefühlt hat, als sie eine neoliberalere Politik verfolgt haben. Und die sind aber zum größten Teil, zum Teil zur Linkspartei gegangen. Und wir haben ja eine linke Alternative in Deutschland. Also es gibt auch zwischen Linkspartei und AfD Wechselbewegungen. Die AfD ist ja, speist sich ja nicht nur von konservativen Parteien, sondern hat sich aus allen Parteien gespeist, aus unterschiedlichen Motiven. Und zum Teil ist es natürlich ein Protest gegen eine neoliberale auch EU, die sozusagen die Freizügigkeit, von der nicht jeder das Gefühl hat, dass er davon profitiert. Aber es ist eben nur ein Teil der Erklärung. Also sicher ist, ein Teil der Antwort liegt darin, dass soziale Gerechtigkeit ein wichtiger Wert ist, der auch gelebt werden muss, Solidarität ein Wert ist. Wenn man nicht solidarisch ist oder nicht empfindet, dass man selbst gegenüber einem solidarisch gehandelt wird, ist man nicht bereit, Solidarität zu zeigen. Das ist relativ einfach nachvollziehbar. Aber manche Leute sind auch so nicht solidarisch, egal wie man sich ihnen gegenüber verhält. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also es ist tatsächlich ein Mythos zu glauben, es habe primär ökonomische Ursachen. Es gibt allerdings diesen Teil von Wählern schon. Es gibt ihn beispielsweise ziemlich stark in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es diese Galionsfigur der AfD, Guido Reil. Das ist ein ehemaliger Steiger aus Essen, war 26 Jahre lang aktives SPD-Mitglied. Und bei ihm sieht man eigentlich so ganz gut, was so in diesen Teilen dieser Arbeitermilieus passiert ist. Während man eigentlich früher eher so ein bisschen ja durchaus in Klassen gedacht hat und gewerkschaftlich vielleicht gedacht hat, jedenfalls so ein bisschen, also sozusagen wir sind hier die Arbeiter und Gewerkschaften und das sind eben die Arbeitgeber, Unternehmer, wird jetzt sozusagen als der eigentliche Gegner mehr und mehr auch die Fremden, weil in den unteren Schichten dann Ängste entstehen, die können uns vielleicht die Jobs wegnehmen. Aber das ist nur ein relativ geringer Teil eigentlich von AfD-Wählern. Viel größer ist so die Menge derer, die das eher aus politischen Gründen, wie gesagt, die eben finden, die CDU ist zu weit in die Mitte gerückt. Und dann, eins darf man auch nicht vergessen, glaube ich zumindest, es gibt so eine grundsätzliche Verunsicherung in der Bevölkerung, egal ob man jetzt ökonomisch betroffen ist oder nicht. Aber es sind tatsächlich so ein paar Grundfesten ins Wanken geraten in den letzten Jahren. Wir hatten erstens die Bankenkrise. Ich erinnere daran, dass Angela Merkel damals gesagt hat, die Sparbücher sind sicher. Da hatten also die Deutschen erstmals nach Jahrzehnten wieder wirklich Angst um ihr Geld. Und dann kam die Euro-Krise. Und da wusste man auch nicht, was passiert jetzt, kommt Inflation, wird die Währung völlig wertlos. Und ich glaube, das hat so ein bisschen so die viele Leute so in ihren Grundfesten erschüttert, auch wenn es sie persönlich nicht so sehr betrifft. Was aber noch übrigens ökonomisch ein Problem ist, wird ja auch viel zu geschrieben, Großstadtmieten. Also in Großstädten ist es so, das sehe ich in München, ist eine immer stärkere Auseinanderdifferenzierung von Bevölkerungsschichten, weil man sich es mit normalem Einkommen schlichtweg nicht mehr leisten kann, in der Stadt zu wohnen. Das führt dazu, sie müssen rausziehen, sie müssen pendeln. Das führt auch zu einer gewissen Unzufriedenheit.
Ich sage jetzt einfach mal, als einzige Vertreterin einer Minderheit auf dem Podium würde ich einfach ganz gerne nochmal auf den Punkt kommen, ist okay, also ökonomische Sachen, soziale Gerechtigkeit, Bildung, all diese ganzen Themen, die wir alle kennen. Ich sage mal ganz offen für mich, und das haben wir ja eben auch auf dem Podium gesagt, ich bin hier geboren und ich bin hier aufgewachsen, und für mich ist eigentlich das Problem bei den Rechtspopulisten, klar, ist der Euro und was weiß ich nicht alles, ist es ganz klar Rassismus. Es ist ganz klar Rassismus, und ich sage, die Menschen, mit denen ich viel Kontakt habe, von POCs, aus migrantischen Communities, die würden nicht mit solchen Argumenten kommen, sondern die würden einfach ganz klar sagen, das ist das, was wir schon immer wussten. Und ich erlebe ganz oft, wenn ich irgendwo bin, neulich in Stuttgart, Mekonnen, du kennst ihn auch, war ich beim Neujahrsempfang von Rolf Graser, einem langjährigen Flaggschiff der interkulturellen Bewegung, und dann hielt er eine Rede und ich gab dann einen Input dann auch dazu, und Rolf sagte dann plötzlich, ich hätte niemals gedacht, dass ich so etwas sage, und es ging um den Bereich Rechtspopulismus, es ging um den Bereich AfD, und ich habe es dann nicht gesagt in meinem Input, ich habe es ihm dann hinterher im Gespräch gesagt, aber ich bin überhaupt nicht überrascht. Also ich bin eigentlich eher überrascht, dass alle anderen überrascht sind, weil das ist, glaube ich, etwas, und da würde ich gerne auch einfach mal hier mit Ihnen ins Gespräch ein bisschen kommen, ist das wirklich so, dass das wirklich nur rein ökonomische Gründe sind, die Ängste, der Islam, oder ist es nicht einfach tatsächlich, ich sag mal, so in unseren Kreisen hat man immer gesagt, und jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, es gibt rund 20% Rassisten in Deutschland. Ja. Ich würde gerne jetzt mit dem Publikum, also weil wir jetzt einfach auch gesagt haben, wir öffnen. Aber, also, ne? Ja, und jetzt kommen auch die Meldungen, genau. Ja. Sarah und da hinten. Genau, hier vorne und da hinten. Tja, ich vertrete wahrscheinlich sehr viele Minderheiten. Ich bin als Sohn italienischer Gastarbeiter hier in der Nähe von Stuttgart groß geworden, auch geboren worden, bin immer noch italienischer Staatsbürger, bin ein schwuler Mann. Also ich habe ziemlich viele Minderheiten, die ich hier vertrete. Und ich kriege natürlich mit, diese ganze Debatte, die wir jetzt ja führen, die haben wir zu Hause unser Leben lang geführt. Also ich erinnere mich, 1990 waren wir auf der Suche nach einer Wohnung mit meiner sechsköpfigen Familie, und ich war damals derjenige, der am allerbesten von uns Deutsch sprach, und habe mich damals bei der Vermieterin gemeldet über die Zeitungsanzeige und habe dort angerufen und habe gesagt, wir würden gerne eine Wohnung mieten, würden sie gerne besichtigen wollen, und die war super nett am Telefon und sie wusste auch, dass wir zu sechs sind und es gab genug Platz für uns alle, und als es dann darum ging, den Termin festzumachen, wann wir denn jetzt nun vorbeikommen, ich mit meinen Eltern, um uns diese Wohnung anzuschauen, und sie sich dann unseren Namen notiert hat und ich Pantisano buchstabieren musste und sie mich fragte, wo denn dieser schöne Name herkommen würde, und ich dann ganz stolz sagte, aus Italien, sagte sie, oh, das tut mir wahnsinnig leid, das werde ich nie vergessen, aber einen Italiener vermieten wir nicht. Und dann habe ich gefragt, warum, und hat sie gesagt, zu laut, zu kriminell und zu viele Bambinis. Und das war die Tatsache. Und das war dann der Punkt, an dem meine Eltern sich entschlossen haben, sich höchst zu verschulden, um eine eigene Wohnung zu kaufen, die sie heute noch abbezahlen, weil sie sich nicht mehr in diese Situationen bringen wollten, dass sie sich halt eben nach Wohnungen umsuchen mussten und sich ständig abweisen lassen mussten. Das hat sich jetzt, glaube ich, gebessert. Das, ich glaube, wenn heute eine italienische Familie sich irgendwo meldet und sagt, ich würde gerne eine italienische Wohnung, sage ich ja, wenn sich heute, das hat sich gebessert, dieser Teil des Rassismus hat sich, glaube ich, gebessert, dass man als italienische Familie, wenn man sich heute irgendwo meldet und sagt, ich würde gerne eine Wohnung mieten, glaube ich, dass das heute weniger ein Problem ist, beziehungsweise eher sehr wohlwollend aufgenommen wird, weil man alle positiven Seiten des Italienischseins miteinander verknüpft. Ich glaube, wenn sich heute jemand meldet und sagt, wir sind eine türkische Familie, glaube ich, stehen wir wieder genau an dem Punkt, an dem meine Eltern 1990 gestanden haben. Und ich glaube, dass wir schauen immer wieder gerne auf andere, die Rassismus irgendwie angeblich in sich drin haben. Aber ich glaube, wir müssen alle bei uns selbst anfangen zu schauen, weil ich glaube, Sie, wie Sie hier auf der Bühne sitzen und wir, wie wir hier im Publikum sitzen, haben alle an bestimmten Punkte, die jemand anders als rassistisch bezeichnen würde. Allein schon die Tatsache, wenn ich mir anschaue, ich als schwuler Mann, wie viele meiner vielen guten, tollen Freunde ein
ein Problem damit haben, wenn ich Hand in Hand mit meinem Partner über die Straßen laufe oder irgendwo draußen stehe und ihm einen Kuss gebe, wie jeder andere auch. Oder darüber erzähle, dass ich mit ihm unterwegs bin. Es gibt so viele Punkte, an denen wir Probleme mit anderen haben. Und ich glaube, wenn wir nicht, und wir können uns natürlich bei vielen Podiumsdiskussionen hinstellen, aber ich glaube, wir müssen alle anfangen, bei uns selbst mal ein bisschen dran zu arbeiten, um mal zu hinterfragen, wo sind wir rassistisch, wo sind wir fremdenfeindlich, wo akzeptieren wir den anderen nicht so, wie er ist. Und ich glaube, wenn wir dann unsere eigenen Hausaufgaben gemacht haben, können wir dann anfangen, uns mal anzugucken, wie wir die anderen bekehren können. Ich glaube, wir machen uns das alle ein bisschen zu einfach, mich inklusive. Okay, vielen Dank für dieses Co-Referat, bin ich jetzt mal sehr, sehr dankbar, weil ich denke, das war auch mal notwendig, dass das auch noch mal so einfach auch gesagt worden ist. Jetzt hatte sich da hinten noch jemand gemeldet. Genau. Dankeschön. Also das schlägt jetzt fast in dieselbe Kerbe. Nur, also Sie müssen sich vorstellen, ich bin Industriearbeiter selbst, ja, also zumindest bisher jetzt bis zum Anfang meines Studiums, ja. Und bei der ganzen Diskussion hier, die auch hier stattfindet, was ich furchtbar interessant finde, ist, dass ein Problem ausgeblendet wird. Ja. Das ist ein soziales. Man kennt das, es gab einen guten Herr, einen der Mitbegründer der Taz, Max Thomas Mehr heißt der Mann, der vor einigen Jahren, glaube ich mal, als seine Tochter an eine Schule mit einem Migrantenanteil von über 80% geschickt werden sollte, den Stadtteil verklagt hatte, seine eigene Privatschule gründen wollte, solche Geschichten, damit er seine Tochter dort nicht hinschicken muss. Genauso gibt es Studien der Mercator-Stiftung, die feststellen, dass die furchtbar weltoffenen, toleranten Menschen in Friedrichshain, Kreuzberg und Mitte die Schulen ihrer Kinder auswählen nach rassistischen Kriterien, sprich ihre Kinder nicht mit möglichst wenigen Migranten zur Schule schicken wollen. Das Interessante daran ist, es wird irgendwie in der Öffentlichkeit niemals dargestellt, dass letzten Endes das Problem der Zuwanderung, wir sozusagen als Arbeiter, als Industriearbeiter, als Geringverdiener, ich habe zuletzt die letzten Jahre als Leiharbeiter gearbeitet, es wird nie dargestellt, dass wir diese Probleme abkriegen, weil wir uns daraus nicht freikaufen können. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu einer Frage zusammen formuliert kriege, aber gerade Sie an den nicht, Herrn, das war, ich glaube, ich wollte Sie nicht... Ja, nur an den Herrn von der Taz. Ich fände es nett, wenn dargestellt werden würde, dass wir letzten Endes diejenigen sind, die die Integrationsarbeit von Migranten leisten. Wenn ihr könnt ja gerne in irgendwelchen Initiativen euch darstellen, wie schön ihr euch herablasst zu Migranten und was ihr für gute Menschen seid und solche Geschichten. Wir werden letzten Endes mit diesen Menschen zusammenleben, aber es wird nie darüber geredet, dass ihr euch aus diesen Problemen freikauft. Das würde mir am Herzen liegen, dass das auch mal dargestellt wird. Dankeschön. Da ich ja angesprochen worden bin, also ich lebe durchaus mit Migranten zusammen und lege auch Wert darauf, dass mein Kind nicht auf eine Schule geht, auf der keine Migranten sind. Das sind aber natürlich, da haben Sie völlig recht, gibt es auch bei linksliberalen, aufgeklärten, grün wählenden Eltern, andere Eltern, die der Meinung sind, dass ihr Kind nicht gut aufgehoben ist auf einer Schule, auf der viele Menschen einen Migrationshintergrund haben. Das ist völlig richtig. Das heißt, ich bin völlig d'accord, meine Rede. Also wir müssen bei uns selbst schauen, wo wir selbst rassistische Haltungen haben und darüber habe ich gerade geredet, ehrlich gesagt. Ja, und Migranten, genau, und darauf wollte ich gerade hinkommen. Sie haben jetzt Eribon zum Beispiel genannt, der in den 80er Jahren, also beschreibt in den 70er, 80er Jahren seine Familie, Arbeiterfamilie, der entwachsen ist und die jetzt früher Kommunisten gewählt haben und jetzt Front National wählen. Er beschreibt aber auch, dass diese Familie, Arbeiterfamilie, komplett rassistisch und homophob war, was ein Grund war, warum er dieser Familie entflohen ist. Und sozusagen, er beschönigt das auch nicht. Also das heißt, und in den 80er Jahren war ein großer Bestseller Günter Wallraff ganz unten. Da haben sich alle linksliberalen Bürger sehr wohl gefühlt, dass sie sagen konnten, ja, diese schlimmen Arbeiter, die sind alle so rassistisch und wir müssen die armen Türken schützen. 20 Jahre später haben die gleichen Leute Thilo Sarrazin gekauft und hatten plötzlich eine Bestätigung dafür, dass es nicht ihre Schuld ist, dass sie jetzt irgendwelche Antipathien entwickelt haben gegenüber diesen Migranten, die jetzt nun plötzlich nicht mehr nur als Putzfrauen Kopftuch tragen, sondern vielleicht sogar als Lehrerin Kopftuch tragen wollen. Das heißt, das Problem. Solange nur Putzfrauen Kopftuch getragen haben, war das nicht ein großes Problem für die Mittelschicht, für das Bildungsbürgertum. In dem Moment, wo ein Herr Zamperoni die Tagesthemen moderiert, das kriegt vielleicht auch der Bildungsbürger, dann kann der überhaupt richtig Deutsch?
weiß der, wovon er redet? Also das kommen, solche Vorurteile kommen dann plötzlich zum Tragen und Herr Gauland spricht die dann ja auch nur aus, wenn er sagt, dass es vielleicht Leute gibt, die neben einem Herrn Boateng nicht wohnen wollen. Diese Vorurteile gab es schon immer. Was neu ist, und das ist der Wandel des Rassismus, zum einen sind sie jetzt, ist das Bürgertum, die Mittelschicht davon betroffen und hat auch eine Ideologie gefunden, mit der sie argumentativ rechtfertigen kann. Weil die Republikaner, die waren noch völkisch-nationalistisch, die haben noch gesagt, Türken raus, und damit wollte sich kein gebildeter Bürger gemein machen. Aber die AfD ist ja raffinierter, das ist ja so ein Kulturrassismus. Man sagt, die haben eine andere Kultur, das passt nicht zu uns, und da können sich sogar Migranten drin wiederfinden. Also wenn man nämlich der gute Migrant ist, wenn man kein Moslem ist, oder wenn man als Moslem nicht religiös ist, hat man auch, ist man auf der sicheren Seite. Das heißt, es gibt jetzt die guten Migranten und die schlechten Migranten, und man hat auch eine Wahl. Und die AfD ist ja auch nicht gegen Einwanderung. Die ist für Einwanderung, nur von den richtigen Leuten. Und die ist hat Wahlkampf gemacht auf Russisch in Berlin bei der russisch-deutschen Minderheit hier. Also das heißt, sie hat noch nicht mal ein Problem damit, dass man nicht Deutsch spricht, sondern sie hat nur ein Problem damit, wenn man Türkisch spricht. Also das heißt, das ist schon so eine Teile- und Herrsche-Politik, und das ist der Erfolg, der große Erfolg der Rechtspopulisten ist, dass sie eben in Westeuropa sich darauf eingestellt haben, dass wir Einwanderungsländer sind, dass sie bestimmte Gruppen wie Homosexuelle zum Beispiel, in Frankreich, Marine Le Pen ist sehr erfolgreich unter homosexuellen Wählern, dass sie sozusagen deren Ängste auch anspricht und sagt, ja, also ihr werdet doch bedroht von diesen muslimischen homophoben Horden, und damit hat sie Erfolg bei bestimmten Wählern, und die FPÖ in Österreich ist sehr erfolgreich bei serbischen Wählern. Die fischt direkt bei serbischen Wählern, weil die sind christlich und die fühlen sich vielleicht auch, haben bestimmte Antipathien gegen muslimische Türken und wählen dann die FPÖ, und zwar in Scharen. Also das heißt, es ist nicht mehr so einfach gut, böse und Migrant, nicht Migrant, sondern es ist wirklich komplizierter. Das sind einfach kollektive Ängste, die weit über bestimmte Milieus hinaus verbreitet sind, die Rechtspopulisten für sich zu nutzen wissen. Jetzt würde ich auch gerne mal ein bisschen widersprechen und auch gerne die Frage nochmal aufnehmen und vielleicht dann auch an Sie gleich weitergeben, liebe Frau Bettnatz. Und zwar, ich habe das sehr wohl mitgenommen, und das hat bei mir auch was getriggert, weil darüber wird tatsächlich sehr wenig gesprochen. Es wird tatsächlich darüber sehr wenig gesprochen, auch schon damals, als wir die Gastarbeiter hatten. Und ich kann mich erinnern, dass wir uns unterhalten haben im Freundeskreis und ich mal gesagt habe, ich ziehe vor jedem, der bei Opel am Band steht und mit den Gastarbeitern zusammenarbeitet und sein tagtägliches Leben gestaltet, wie auch immer das sein muss, ziehe ich viel mehr den Hut als vor dem Professor, dem Lehrer, der zum Griechen geht, seine türkische Putzfrau hat und sagt, ich habe kein Problem mit Migranten. Also insofern, das ist, glaube ich, schon in diese Richtung, diese neue Mitte. Wer ist die? Und auch nochmal das Thema, gab es die nicht schon immer? Und warum wird das nicht auch wirklich einfach nochmal wesentlich offensiver, auch warum fassen wir uns auch nicht öffentlich noch mehr an die eigene Nase? Vielleicht deshalb, weil man sich generell, der Mensch dazu neigt, sich ungern an die eigene Nase zu fassen. aber stimmt natürlich. Und wie gesagt, also ich kann, das habe ich ja schon gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung nur berichten, also in NRW war das eben jahrelang irgendwie nicht so, das war normal, dass man eben auch mit Migranten schon vor 20 Jahren viel zu tun hatte. Und da muss man einfach wieder stärker hinkommen. Ich wollte noch was zu dieser sprachlichen Ebene sagen, wie geschickt das gemacht wird, in der Tat. Und deswegen verfängt das ja auch so. Die AfD hat diesen bürgerlichen Anstrich, den verliert sie immer mehr, aber den hat sie noch aus ihrer Anfangszeit mit den Professoren an der Spitze. Und in der so Parolen wie Ausländer raus, das hören sie dann nicht. Wissen Sie, wie das Ganze jetzt heißt? Remigration. Dann wird dann gesagt, dass wir brauchen eine Remigrationsbehörde. Aber es ist natürlich de facto dasselbe gemeint, dass Migranten wieder zurückgehen sollen. Was du angesprochen hattest und was auch mit der anderen Frage zusammenhängt, ja, auch erstaunlicherweise, es gibt eben, so sehe ich es, innerhalb der Migranten-Community gibt es eben auch teilweise diese Abstufung, und zwar ganz besonders erstens bei Spätaussiedlern. Es ist ja, inzwischen wird ja viel dazu auch geschrieben, die Russlanddeutschen, Putin-affin, ganz stark AfD-Anhänger.
Und wo ich es selber so, mir ist aufgefallen, auf Facebook gesehen habe, viele, die auch damals nach der Wende aus Kroatien vor allem und Rumänien kamen, das sind mit die schärfsten Kritiker der Flüchtlings, sozusagen der Flüchtlingskrise jetzt. Und wenn man dann Fragen stellt und sagt, meine Güte, du bist doch selbst mal hierher gekommen, ja, das war irgendwie, ach, das war ja was anderes und so. Und ich habe mich dann so ein bisschen mal umgehört, auch in diesen Communities bei Osteuropäern, die das selbst kritisch sehen, was ihre, in Anführungsstrichen, Lands- oder Herkunftsleute machen. Und die sagen, es gibt wirklich, gerade in Teilen der osteuropäischen Zuwanderer, eben so dieses, wir sind Bollwerk gegen den Islam und wir haben uns jetzt hier so gut integriert, jetzt stellen die sich erstmal hinten an. Genau, um dann jetzt gleich nochmal, kommen auch langsam zum Ende, vielleicht nochmal eine Runde ins Publikum auch machen und dann nochmal wirklich zu gucken, dann auch die Frage hier ans Podium, was können wir tatsächlich tun? Gibt es noch aus dem Publikum irgendeinen Aspekt, wo Sie sagen, der ist jetzt gar nicht benannt worden, da ist eine Meldung? Und da auch noch die Dame, dann nehmen wir sie beide noch. Ja, hallo, ich würde gerne den Begriff der Angst gerne diskutieren, weil man spricht ja über Islamophobie und auch Polen wurde genannt, dass man Angst hätte vorm Islam und die Pegida-Anhänger hätten auch Angst vorm Islam. Und ich frage mich, ob Angst nicht eigentlich der falsche Begriff ist und es wirklich um Rassismus geht einfach, weil die Ängste, die da genannt werden, sind ja eigentlich rassistische Stereotype wie die Krankheiten und Pegida benutzt ja auch den Islam nur als Konstrukt eines Feindbildes des Fremden. Und da wäre meine Frage, was ist Angst? Und wo beginnt Rassismus? Ich würde sagen, wir nehmen noch die Dame. Ja, ein kurzes Statement. Ich komme aus Baden-Württemberg und arbeite in der Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Wir beschäftigen uns natürlich auch viel mit AfD-Parolen und wir reden den ganzen Abend über AfD-Parolen und Rassismus. Aber was bei uns im Moment die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer zum Weinen bringt, das sind nicht die AfD-Parolen, sondern das ist die Politik der grün-schwarzen Regierung unter Innenminister Strobel und das Gefühl, dass die Grünen sich da komplett wegducken und dass diese ganzen Integrationsbemühungen, die jetzt über 2 Jahre gemacht worden sind, in vielen Fällen wirklich ins Leere führen, weil die Politik innerhalb von ein paar Monaten total restriktiv geworden ist und ganz viele Chancen auf Integration auch verhindert. Und deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, wenn hier den ganzen Abend nur von der AfD geredet wird, weil ich eigentlich schlimmer finde, das, was die AfD schon erreicht hat und was selbst in der grün-schwarzen Regierung inzwischen gesagt und getan werden kann. Wir haben es ja teilweise gehabt, indem wir von vorauseilendem Gehorsam der anderen Parteien auch gesprochen haben. Aber Sie haben natürlich recht, wir haben es jetzt nicht so explizit dann hier oben auch nochmal thematisiert. Aber ich würde Ihre Frage nur kurz einfach mal zurückstellen, weil dann, wenn wir zur letzten Runde hier auf dem Podium kommen, was sind eigentlich Stellschrauben, wo ich mir dann erhoffe, und da werde ich auch nachhaken bei Ihnen beiden, ganz konkrete, wirklich, wo Sie sagen, das sind Stellschrauben oder damit gehen wir jetzt raus und sagen, ob das eine und so können wir jetzt irgendwie weitermachen. Würde ich gerne aber das Thema nochmal aufnehmen. Wie geht man damit um? Was passiert, wenn man jetzt anstelle von Angst, das war es ja, sagt, es ist eigentlich Rassismus. Und es ist nicht die Angst vor dem Islam, sondern es wird ein rassistisches Stereotyp bedient. Frau Bettnartz. Ich würde da stärker differenzieren. Also man darf eins nicht vergessen, es gibt Islamismus. Und das macht den Leuten Angst. Und es sind ja diese Anschläge auch passiert. Natürlich sind es Islamisten und eben nicht harmlose Muslime, aber es ist eben jetzt keine Religion, die sowas überhaupt im Moment nicht in der Welt sehr präsent in Form von Terror hätte. Und da muss man dann einfach aufklären und stärker differenzieren. Also insofern wäre es mir zu einfach zu sagen, jeder, der jetzt Sorge äußert vor dem Islam oder die an sich ja auch legitime Frage stellt, inwieweit ist das in der Religion angelegt oder wie kommt das überhaupt? Das ist ja, das kann man ja alles wunderbar entkräften. Aber rassistisch wird es eben dann, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte, wenn Sie merken, es ist im Grunde eigentlich gar kein Interesse daran, den Islam zu verstehen, sondern im Prinzip will man nur sein eigenes Feindbild bestätigt sehen.
Das nennt man übrigens auch das ein logischer Fehlschluss, Confirmation Bias. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen. Die gleichen Leute im Netz, die etablierten Medien als Lügenpresse bezeichnen, wenn da irgendwas drinsteht, was ihnen nicht gefällt, ziehen aber die etablierten Medien gerne heran, wenn da irgendwas Islamkritisches steht. Und dann heißt es so, oh, guck mal, sogar in der XY-Zeitung, da muss ja was dran sein. Also dann, und natürlich spätestens, wenn Ausdrücke fallen wie Musel oder sowas, dann ist die Diskussion ja beendet. Aber es ist jetzt die Islamdebatte insgesamt als rassistisch zu bezeichnen, das würde mir zu weit gehen. Ich denke, naja, du siehst das ein bisschen anders, Daniel. Ich würde die Islamdebatte schon als rassistisch bezeichnen. Also ich würde auch sagen, dass der Begriff Islamophobie auch problematisch ist, so wie Homophobie, weil es geht nicht um Angst, sondern es geht um Ressentiments, es geht um eine Ablehnung und auch gerade der Begriff Islamkritik. Das, womit wir es zu tun haben, ist eben im überwiegenden Maße keine Religionskritik, keine rationale, konkret am Objekt interessierte Religionskritik, sondern eine pauschale Abwertung, eine pauschale Verallgemeinerung, wo die dann mit Klischees hantiert. Also, und das ist Rassismus. Das ist in den meisten Fällen Rassismus, wobei ich schon sagen würde, dass viele Rassisten wahrscheinlich schon Ängste haben, die dann auch von Demagogen befeuert und ausgebeutet werden. Ob die Ängste wirklich mit dem zu tun haben, was sie glauben. Also ich glaube schon, dass die Menschen da in Dresden, die auf die Straße gehen, irgendein Unbehagen haben. Ob es wirklich mit dem zu tun hat, was sie glauben, wogegen sie auf die Straße gehen müssen, das glaube ich nicht. Also das irgendwas scheint sie zu bedrücken, aber dass es am Islam liegt in Dresden, kann ich mir nicht vorstellen. Und in Mecklenburg-Vorpommern oder in Polen auch nicht. Das wird natürlich befeuert mit Propaganda letztendlich und einer rassistischen Ideologie. Das Interessante ist ja, dass diese Rechtspopulisten ja von sich weisen würden, dass sie Rassisten sind. Und deswegen muss man auch auf diesem Punkt beharren. Die sagen dann, ich bin kein Rassist, nur der Islam ist so gefährlich und die Muslime sind hier eigentlich selber die Faschisten, also wie man ja sieht an Al-Qaida und IS und so weiter. Da wird dann auch umgedreht, quasi Opfer-Täter-Umkehr. Da wird man gesagt, also wir sind ja die Opfer, wir müssen uns nur wehren. Das ist ja quasi Notwehr gegen diese Invasion von fremden Menschen und so dreht man sozusagen das um. Und was kann man dagegen tun? Also ich denke schon, dass man sieht, dass eben das Gemeinsame zu betonen und zu sehen, wo die Gemeinsamkeiten liegen. Also wir haben ja, deswegen habe ich diese Beispiele genannt, in den USA nach Trump gesehen, dass Minderheiten sich solidarisch zeigen miteinander, Juden, Muslime zum Beispiel, weil sie betroffen sind von der Gewalt gegen Minderheiten. Und ich meine, es ist ja ziemlich offensichtlich, also wer verteidigt die amerikanischen Werte in den USA? Hätten zu sagen, nur die Minderheiten abgestimmt, Juden, Muslime, Latinos, Schwarze, also die sogenannten Minderheiten, dann hätte Trump niemals gewonnen. Also das, wenn man die amerikanischen Werte darunter versteht, Streben nach Glück und Melting Pot Ideologie, dann ist zu sagen, werden die amerikanischen Werte nicht mehr von den weißen Frauen und Männern verteidigt, die Trump gewählt haben, sondern die haben jemanden gewählt, der diese Werte in Gefahr bringt. Und so ähnlich sehe ich das mit Rechtspopulisten anderswo in Europa auch. Also man muss nur diese Koalition der vielen zusammenbringen. Aber was sind jetzt, ist ja wirklich auch deine letzte Möglichkeit, bevor ich dann zu Frau Bettnerz gehe, aber was ist es jetzt genau? Also wie bekomme ich es hin? Weil ich sag mal so, ich habe ja auch schon ein bisschen ein höheres Alter, aber diese Koalition der vielen und den Aufstand der Anständigen, natürlich. Wie kriegen wir das tatsächlich wirklich, ich weiß, das ist eine blöde Frage, weil sie natürlich, aber wie kriegen wir es wirklich auch mal endlich gemeinsam hin? Also so wirklich einfach mal ein bisschen überspitzt gesagt, vom Reden zum Handeln. Man muss diese Werte offensiv verteidigen, also Diskriminierungsfreiheit zum Beispiel, muss man offensiv verteidigen. Was man ja sieht, ist, dass tatsächlich die Parteien bis hin zu den Grünen zusammenzucken und glauben, dass sie nicht angreifbar sein wollen auf diesem Feld und dieses Feld dann räumen. Und das ist die Gefahr. Ich meine, solche Leute wie Jesse Klaver in Holland, der hat das eben nicht gemacht. Der hat gesagt, nein, wir haben Prinzipien und die müssen wir verteidigen offensiv. Und nicht klein beigeben, weil man glaubt, dann irgendwie dem Zeitgeist nicht zu entsprechen. Das ist. Im Kern, ich frage mal einfach nach, ganz kurz nur. Das würde doch aber im Kern heißen, da würden wir wieder zurückkommen zum Anfang unserer Diskussion, dass wir sagen würden, wir in Anführungsstrichen
wir ignorieren die 20-30% und kümmern uns um die 70%. Ist das richtig? Ja, es geht, der Kampf geht um die Mitte. Es gibt eine extreme Polarisierung, die ist auch nicht automatisch am Rechts-Links-Spektrum entlang zu zeichnen, sondern es geht darum, zwischen denen, die eine liberale und offene Gesellschaft wollen, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, und denen, die eine irgendeine Vorstellung von einer homogenen Gesellschaft haben. Und das ist sozusagen die Trennlinie, und da muss man versuchen, ja, dort zusammenzubringen anhand der, also weil es wir alle in einem Boot sitzen und alle irgendwo uns was fehlt, wenn das in Gefahr gerät. Ich glaube, das ist jetzt offensichtlich. Also wir haben ja Gott sei Dank lieber MacCon noch 3 Veranstaltungen. Also werden wir mal gucken, wie wir dann vielleicht dann bei der Veranstaltung im Mai dann wirklich zu dem kommen, dass wir dann eine Kampagnenidee zusammen mit dem Publikum oder wie auch immer entwickeln. Frau Bettnartz, vielleicht auch noch mal kurz, Angst hatten Sie ja schon, sind Sie ja schon drauf eingegangen, aber jetzt wirklich, aus welche Stellschrauben sind es aus Ihrer Sicht? Also muss es wirklich so ein nochmal ein breites Bündnis, weil diese ganzen Bündnisse gibt es ja schon, Allianz für Weltoffenheit, die Kirchen, aber irgendwie hat man das Gefühl, das kommt nicht an. Doch, also es kommt ehrlich gesagt schon relativ viel an. Also ich sehe das ganz persönlich an der Frequenz der Vortragseinladungen und wer jetzt alles Veranstaltungen macht. Also das ist schon so, dass ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sich jetzt anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Und jeder, der das tut, ist ein potenzieller Multiplikator. Ich persönlich glaube nicht an diesen großen Aufstand der Anständigen. Es gibt, ist die Zeit der großen Demos, ist auch vorbei. Deswegen denke ich, das ist wirklich Kleinarbeit im Internet, weil sich ja auch dieser Hass so ausbreitet im Internet. Und da muss eben die Zivilgesellschaft einfach mehr selber aktiv sein, selbst posten, Kommentare schreiben. Mein Eindruck ist übrigens auch, dass das viel, viel stärker der Fall ist als früher. Also wenn man sich so Diskussionen auch auf Facebook anschaut, die Leute sind sehr politisch geworden und wollen auch was sagen, lesen Texte, die sie gut finden, teilen sie. Ich glaube, dass das nur so geht und nicht anders. Und man kann natürlich auch ganz persönlich im eigenen Umfeld auch dafür sorgen, dass zum Beispiel auch Menschen, die vielleicht ein bisschen dazu neigen, den Angst vor dem Islam zu haben, zum Beispiel mit Muslimen zusammenzubringen, die man persönlich kennt. Also meine Erfahrung ist immer, dass das persönliche Gespräch enorm viel ändert. Und Renate Künast zum Beispiel, vielleicht haben Sie das gelesen, hat ja einige dieser Hasskommentatoren persönlich aufgesucht. Und in den meisten Fällen waren das durchaus fruchtbare Gespräche. Die haben damit natürlich nicht gerechnet, waren ja auch viel zahmer und haben dann in dem Moment, wo sie wirklich mal der realen Person gegenüberstanden und mit ihr sprechen konnten, hat sich auch dieses Feindbild wieder so ein bisschen zurückgebaut. Man muss vielleicht insgesamt, ich weiß auch nicht so recht wie, aber vielleicht einfach auch so ein bisschen den Islam besser erklären, weil man ja doch so auch wenig damit verbinden kann, wenn man selbst jetzt keine muslimischen Freunde hat. Vielleicht muss er mehr Aufmerksamkeit machen für den 3. Oktober. Der ist nämlich nicht nur der Tag der Wiedervereinigung, sondern geht es ja auch Tag der offenen Moschee. Ich habe das mal gemacht, also ich habe meine Moschee angeschaut. Das ist ganz interessant, dann versteht man es auch mal. Dann war man mal da, dann redet man mit den Leuten. Dann hat das, könnte ich mir vorstellen, für jemanden, der Angst hat, auch einfach nicht mehr so dieses Bedrohliche. Weil das sehen wir ja in Sachsen, da wo es die wenigsten Muslime gibt, wo man keinen kennt, hat man die größte Angst. Genau, dann würde ich vielleicht auch einfach nochmal mir die Freiheit herausnehmen, dann auch nochmal zu sagen, was ich mir so vorstellen könnte. Und ich denke, das greift auch ein bisschen das auf, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Vielleicht müssen wir alle, und da fasse ich mir durchaus auch an die eigene Nase, die wir Veranstaltungen konzipieren, die wir Zivilgesellschaft in Stiftungen, vielleicht müssen wir einfach auch mal gucken in die Kolleginnen und Kollegen von der politischen Bildung, egal wo sie auch immer sitzen, dass wir uns einfach wirklich auch Gedanken machen sollten über neue Formate. Formate, wo wir vielleicht auch die, auch das geht wieder auf den Eingang unseres Gespräches zurück, wo man vielleicht auch die einfach noch mehr in den Fokus zu nehmen, wie erreichen wir die, die heute Abend jetzt nicht hier sind. Dass wir auch, das ist meine Erfahrung, ich bin viel auf Inputs, Podien, auch teilweise als Teilnehmerin auf Podien mit da, in Deutschland unterwegs, dass wir einfach auch gucken, Berlin ist nicht Deutschland, also wirklich da auch nochmal ganz, ganz klar gucken, auch nochmal mit dem anderen Blick. Und ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, es kam ja auch vorhin von Daniel Bax auch in teilweise, dass er gesagt hat, es ist ein Stadt-Land
Gefälle auch, was er sieht, dass man vielleicht auch in Richtung der Stiftung und einfach wirklich noch mehr guckt, solche Veranstaltungen eben auch noch viel graswurzelmäßiger, vielleicht auch gar nicht mal so groß, und dann ist eben der Referent vielleicht gar nicht jetzt so berühmt wie jetzt Frau Bettnartz oder Herr Back, sondern ist einfach, dass man ins Gespräch kommt, vielleicht auch mit Multiplikatoren aus der Stadtgesellschaft in der Kommune vor Ort. Vielleicht wären das einfach, glaube ich, Möglichkeiten, dass wir alle ein bisschen rausgehen und über den Tellerrand dieser Berliner Blase, in Anführungsstrichen, der ich mich ja selber auch bewege, dann einfach nochmal schauen, was können wir machen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen beiden, lieber Daniel Bax, liebe Frau Bettnartz, lieber Mekkonen, und bei Ihnen natürlich, und bedanke mich und freue mich auf die nächste Veranstaltung. Die wird sein am 20. April. Und dann gibt es doch eine Abschlussveranstaltung im Mai in dieser Reihe. Und insofern sehen wir uns dann den einen oder anderen dann wieder. Herzlichen Dank.